Meine Lieben, heute mal kein ganz normales Video, sondern ein sehr, sehr langes Video. Ich habe gedacht, heute ist der richtige Tag und ich lade mal die Session der Bewertung der Ostereier hoch. Das heißt, ihr wisst, wir hatten vor kurzem das Ostereier-Event und ich habe euch versprochen, dass ich dieses Bewertungsvideo, das knapp 2 Stunden geht, hochlade, damit jeder auch für sein Ei sehen kann, was wir so besprochen haben, als wir die Eier bewertet haben. Von daher viel Spaß mit dem Video und wäre schön, wenn ihr es möglichst lange laufen lasst, weil die Laufzeit eines Videos ist auch für den YouTube-Algorithmus sehr entscheidend und wenn das zu stark verkürzt wird, dann wird das Video sehr uninteressant gerankt und das schadet wieder dem Kanal. Von daher, wenn ihr euren Part gesehen habt oder so, lasst es doch einfach komplett einmal im Hintergrund durchlaufen oder sowas. Damit tut ihr mir einen großen Gefallen und nur dann kann ich auch so richtig lange Videos hochladen. Ansonsten mache ich das nämlich sehr ungern. Alles klar. Viel Spaß dabei. Euer Husch. Ciao. Moin ihr Lieben, wir sind jetzt gerade dran und wollen die Eier bewerten für das Event. Und ich hatte euch ja versprochen, dass wir diesen Bewertungsprozess von Anfang bis Ende aufnehmen und am Ende auch hochladen, damit ihr nachvollziehen könnt, wie wir das Ganze bewertet haben. Auflösung gibt es natürlich erst im Stream und das Video, wie wir bewertet haben, logischerweise auch erst im Anschluss hochgeladen oder veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr das hier seht, ist die Geschichte eigentlich schon vorbei. Jo, wir vergleichen, damit ihr Bescheid wisst, einmal das ausgefallene Material, also was für Material haben wir, wie wurde es eingesetzt, ist das ein Material, mit dem man rechnet oder weniger rechnet, wie ist das Ei von außen gestaltet, also das Design des Eis selbst, dann wie ist das Plot gestaltet, unter der Erde, im Himmel oder auf dem Ei drauf direkt. Dann haben wir die Kategorie Innengestaltung Ei, was habt ihr drinnen alles gemacht, wie kreativ ist das aufgebaut, was habt ihr da für Material verwendet und so weiter, wie gefällt uns das Ganze. Dann geht es darum, wie ihr euch an die Vorlage gehalten habt. Ja, es gibt nur die Bestnote, wenn exakt jeder Block da sitzt, wo er sitzen soll. Sobald ein Block daneben ist, gibt es ein paar kleine Punktabzüge schon. Dann geht es um Kreativität. Und da ist in diesem Fall die Kreativität von Dr. Super Alien Busch und mir gefragt, nämlich wie kreativ wir eine Idee finden oder nicht. Da gibt jeder von uns, generell in jeder Kategorie, gibt jeder von uns seine eigene Note ab. Daraus bildet sich ein Durchschnitt und diese Durchschnitte werden später nochmal übereinander gelegt und daraus ein Durchschnitt gebildet. Und demnach geht es am Ende eine Schulnote und die zeigt an, wer am Ende gewonnen hat. Noch eine Kategorie ist ein schlüssiges Konzept. Das heißt, wenn das Ei von Anfang bis Ende schlüssig ist und durchgehend einem roten Faden folgt, dann gibt es mehr Punkte, als wenn jetzt ganz viele verschiedene Dinge, die gar nicht zusammenpassen, gemacht wurden. Und ganz zum Schluss gibt es noch die Kategorie Aufwand. Also je nachdem, wie wir den Aufwand für dieses Ei einschätzen, gibt es halt eine bessere oder schlechtere Note. Ja? Wenn jemand einfach nur schnell die Hülle hingeklopft hat und sonst nichts gemacht hat, ist die Note halt schlechter, als wenn er sich da richtig Mühe gegeben hat. Okay, so viel dazu und dann legen wir auch schon mal los, würde ich sagen. Es soll ja schnell gehen. Magst du die Leute alle von ihren Plots removen erstmal, dass niemand jetzt weiterbauen kann, während wir... Die dürfen von mir aus bauen, also das ist mir wurscht. Okay. Ich glaube nicht, dass jetzt jemand in den paar Minuten noch die Welt reißt. Ja. In den 2 Stunden, okay. Ja, wir fangen mit Kilo Alpha an, oder? Kilo Alpha, jawohl. Ich ziehe mal die Schematiker drüber, gucken, wie es aussieht mit der Passgenauigkeit. Okay, dann hole ich mir die Schematik auch mal. Ja, wie gesagt, ich habe die schon geladen. Ich ziehe die Schematik gerade voll in die falsche Richtung. Hinbewegen, ich habe schon drauf liegen. Zack. Ah, okay, dann lasse ich dich machen. Schematik tatsächlich. Ist nicht sinnvoll, wenn wir das alle machen, dass es jeder bei sich mal sieht. Ich gucke, ich sehe das ja quasi. Es fehlt ein Block unten am Fuß. Fehlt ein Block heißt, ein Block, also er fehlt nicht aus einem bestimmten Grund, den du erkennen kannst, sondern er fehlt einfach. Der Kilo Alpha fehlen insgesamt 5 Blöcke am Fuß. 5 Blöcke, okay. 5 Blöcke, also wir bewerten für alle, die zuschauen, wir bewerten das Ganze im Schulnotensystem. Ja, das heißt, bei einer solchen Aufgabe, wo ein Schematiker nachgebaut werden muss, ich habe jetzt die Schematiker auch drüber liegen, ich gucke gerade mal schnell, ob ich das erkenne. Ah ja, hier fehlen 4 Blöcke. Und auf der anderen Seite auch einer. Ah ja, und da kann man sogar ins Ei reinschauen. Und hier fehlt einer. Ach ja, richtig. Hier kann man sogar ins Ei reinschlüpfen. Okay. Hm. Ja. Okay. Dann, ja, dann gibt es dafür keine 1, aber es ist jetzt auch nicht... Er ist gerade noch unterwegs. Ja, aber ich glaube, er ist am Terra machen und nicht am Löcher stopfen. Nee. Also ich denke, eine 1 können wir nicht machen, wenn es eine Abweichung gibt, aber schlechter als eine 2 ist es auch nicht. Ich meine, 5 Blöcke, da wollen wir jetzt auch nicht zu päpstlich sein, ne? Nein, nein. Also es ist halt, man kann halt wirklich noch ins Ei reinschlüpfen an den Stellen, ne? Ja, gut. Weiß nicht, ob es noch so ist, wenn es sein Terra fertig hat, aber
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Zusatzabzug wert ist, dass man ins Ei reinschlüpfen kann. Naja, das heißt halt wirklich, er hat die Blöcke wohl übersehen, vergessen oder so, würde ich vermutlich mal sagen. Vermutlich. Ja, und dann wäre es eigentlich ja schon keine Bestnote mehr. Du hast ja gesagt, volle Punktzahl gibt es nur dann, wenn es wirklich perfekt ist. Ja, genau, deswegen sage ich ja, ein kleiner Abzug, also nur 2. Ach so. 2 ist ja nicht Bestnote. Ja. Alles klar. Dann machen wir äußere Materialeinsatz. Ne? Genau, dann schalte ich die Schematiker erstmal weg, damit die nicht stört. Heil. Ja. So. Also wir haben alles, was so im Prinzip aus Erzen erstmal kommt. Ne? Wir haben Diamanterz, Golderz, Quarz, wir haben Redstone, dann haben wir Emerald, nochmal Quarz, dann haben wir Lapis und zum Schluss kommt noch mal ein bisschen Stein unten als Fundament. Okay. Also ist natürlich klassischer Style, ne? Also so klassisch gestreiftes, buntes Osterei und ich meine, es ist jetzt nicht extrem ausgefallen, aber es passt zum Thema Ostern auf jeden Fall, ne? Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, im Moment, welches Material man denn eigentlich nicht erwarten würde. Ja, das wäre ja, es kommt ja auch ausgefallen an. Also tatsächlich ist sowas wie ausgefallen, muss man mal ganz ehrlich sagen, sind so Materialien, wie was zum Beispiel keiner benutzen würde, gemeißelter roter Ziegelstein. Ja gut, aber das wäre wär ja so dann auch wieder... Also das wäre so, was man in Minecraft selten sieht. Das sind tatsächlich Materialien, die sieht man sehr häufig. Mit Quarz wird sehr viel gebaut. Okay, also wie selten man etwas sieht, okay, verstehe. Ja, also das ist die Seltenheit. Das ist halt seltenes Thema. Aber es geht ja auch darum, wie es euch gefällt. Also jeder von euch kann ja selbst einschätzen, wie ihm dieses Design gefällt. Ne? Für den einen, genau. Der eine sagt vielleicht, ja, finde ich super geil. Der nächste sagt vielleicht, nee, ist total scheiße, gefällt mir gar nicht. Ja, Also, du kannst ja auch den Mix, wie gesagt, wir müssen das ja eigentlich rein theoretisch mit allen irgendwo vergleichen. Du wirst ja irgendwo deinen Liebling finden, denke ich mal. Und ich habe da schon tatsächlich einen Liebling und der wird die 1 kriegen, aber bis hier also wird ich habe mir die Eier im Vorfeld noch überhaupt nicht angeschaut, das ist das allererste Mal. Hier oben kann man ein bisschen reinschauen, das ist okay. Also das ist, ich will damit sagen, das ist kein Fehler. Ich finde es interessant, dass man hier oben reinschauen kann, das ist wegen der Beacons aber. Und wie ist denn der Eingang gestaltet? Den habe ich mir noch nicht angeschaut. Der Eingang zählt für mich auch noch, also der äußere Teil des Eingangs zählt für mich noch zum Eingang. Jetzt sind die Löcher zu. Die Löcher sind zu. Was? Die Löcher sind zu? Die Löcher sind zu, komplett. Hat er jetzt, warte, ich lade die Schematik nochmal rein. Ich hab's noch drin, ich hab's noch offen. Alles zu, ja. Dann hat er aber im letzten Moment jetzt Glück gehabt. Eins noch. Richtig, ja. Ja, sonst hätte er es vielleicht ein bisschen unfair gehabt, wenn du Slash Nier machst, siehst du, dass wohl sehr viele gerade noch am Eierbauen sind. Ja. Wenn andere jetzt gerade ihre Eier noch schließen. Nee, ist okay. Wenn es jetzt geschlossen hat, dann passt die Schematiker, dann kann er dafür auch die 1 kriegen. Ja, dann passt. Okay, ich bewerte jetzt einfach mal still für mich Außengestaltung Ei. Und Material haben wir schon, jetzt Außengestaltung Ei, genau. Mal schnell gucken. Ausgefallenes Material können wir eigentlich erst am Ende bewerten, wenn wir alles angeschaut haben. Ja gut, wir können auch die Noten von mir aus nochmal, wenn du jetzt feststellst unterwegs, oh, bei der Note habe ich mich bei dem einen geirrt, ich finde das hier viel geiler, und du ziehst dem anderen nochmal eine Note ab, dann ist das so. Ja. Ich muss sagen, aber ausgefallenes Material... Das setze ich nach. Ausgefallenes Material geht es nicht nur darum, dass es was Seltenes ist oder so, sondern es geht auch darum, wie das Material eingesetzt wurde. Ne? Ja, aber wir haben es ja drinnen noch nicht gesehen. Ne? Wir schauen uns das Ei an. Aber ausgefallenes Material ist nicht nur außen. Ja, das stimmt. Da hat Busch nicht ganz unrecht. Das zählt ums Gesamtpaket ein Stück weiter. Ja. Oder kannst du nochmal ändern? Ich gucke jetzt erstmal außen. Ich gucke jetzt mal außen und kann es ja später nochmal nach innen weiterführen, genau. Ausgestaltung Plot. Plot, genau. Wir haben die Beacons, die strahlen hier in den Himmel hoch. Ich fliege mal kurz durch die Wolken, ob da oben noch irgendwas kommt. Nee, oben am Himmel ist nichts mehr. Aber zur Ausgestaltung Plot gehört auch, ob was im Boden drin ist. Also gehe ich mal kurz rein und guck mal, ob es nach unten geht. Ah ja, okay. Oh, uh-huh. Der Keller ist leider noch im Bau. Liebe Grüße, Keller. Also Keller hat er nicht fertiggestellt. Aber der sieht auch jetzt nicht aus, als würde er den in der nächsten Stunde fertigstellen können. Von daher, ja,
Dann schaue ich mir das Plot an sich nochmal an, wie das gestaltet hat. Das ist ja eigentlich ganz schön, ein bisschen Terra mit Blumen und so weiter. Er hat auch darauf geachtet, wo er Wände hochgezogen hat, dass das so ein bisschen realistisch wirkt, mit Erzen dazwischen, mit Kies und so. Das finde ich schon ganz gut. Das ist schöner, als wenn er einfach nur glatten Stein hochgezogen hätte. Ja. Es ist aber jetzt auch nicht megamäßig auffällig oder so. Es ist halt einfach eine Osterwiese, ne? Zum Thema passend absolut. Kreativ? Fragezeichen. Also ich finde hier draußen recht gut. Also wir sind ja noch nicht bei der Kreativität, da gehört ja das genau. dazu, ne? Also ich würde tatsächlich sagen, die Außengestaltung des Eis, nee, die Außengestaltung des Plots, ne? Plot und Eis sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Genau, also jeder kann für sich seine Note für die Außengestaltung geben. Also gerade Außengestaltung, Innengestaltung, die Noten würde ich jetzt nicht laut sagen, damit wir uns nicht gegenseitig beeinflussen mit unserer Meinung. Ja. Ja. Also die anderen Noten jetzt nicht laut sagen, verstehe. Genau, genau. Ich denke, die einzige Note, die wir laut besprechen können, ist die ausgefallenes Material, denke ich. Ja, ich bin schon jetzt bei Innengestaltung. Ja, ich gehe jetzt auch über zur Innengestaltung. Herzlich willkommen im Easter Egg. In der Spitze des Eggs ist eine geheime Schatzkammer versteckt. Kannst du sie finden? Aber gib auch, bisher wurde noch niemand wieder gesehen, der sich auf die Suche gemacht hat. Viel Spaß. Für den besten Spielspaß. Nachtsichtpark. Ja, habe ich. Okay, dann gehen wir mal rein. Also erstmal hier unten. Kein Nachtsichtpark, okay. Kein Nachtsichtpark. Ja, der ist durchgestrichen. Ach so, ja gut, dann muss ich /P. Ach Quatsch, /. Park. Aber ich kann ihn nicht ausschalten, weil ich dazu Minecraft neu starten müsste. Oh man, der ist ein Play aktiviert bei mir. Nee, warte mal, das ist nicht der Nachtsicht, das ist der Nachtsicht aus. So, Nachtsicht ist aus. Bist du sicher, dass du dich dieser Weg zum Ziel führt? Steht da bestimmt in der anderen Treppe auch drin, oder? Ja. Ja, klar. Okay, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen... Ach nein, ich habe es ausgeschalten, aber ich kann es jetzt nicht wieder anschalten. Okay, verstehe. Ich gut, jetzt habe ich es ausgeschalten. Bisschen gruselig hier. Das ist ein dunkles Steinlabyrinth. Das ist echt ein Labyrinth, ja. Wir haben hier ein richtig dunkles Steinlabyrinth. Teilweise nur mit Redstone-Fackeln beleuchtet. Nein, hier geht's nicht lang. Super. Okay. Oh nein, ich bin wieder die Treppe unten. Uff. Es gibt einen Weg, der führt dich wieder runter. Ja, das ist vermutlich dann die andere Treppe, oder? Ich weiß es nicht. Oje, oje, oje. Bist du schon durch, Alien? Ich bin schon gleich in der Schatzkammer, Leute. Ah, ich hab's auch gerade gefunden, Busch. Warte, genau, erstmal gucken, ob man hier irgendwo durch die Bilder hüpfen kann. Ja, das denke ich mir. Warte mal, dahinter ist doch nichts. Doch, da ist eine Karte hinter. Aber es geht dann nirgendwo durch. Musstest. Oh! Ah. Der gute Alte versteckt hinter Karten. Das war wohl der falsche Hebel. Was? Okay, da ist ein Redstone-Rätsel drin. Uff. Oha! Wir haben die Kammer entdeckt, durch die man runterkommt. Kannst du die Flex bitte anmachen, dass ich die auch aktiviere? Ach ja, nee, pass auf, ich gebe euch beiden einfach Ed jetzt. Super Alien, Super Alien hat Ed. Und Bursch, bleib doch mal stehen! Ja, Ed. Komm mal. So. Danke. Richtig, er hat ja gesagt, wir sollen Ed kriegen. Das ist tatsächlich, also die Innengestaltung. Ich sag's mal so, wie es ist, weil ich cool bin. Das dauert, das Rätsel. Das ja. Größer. Ja, die Frage ist, wir hatten ja noch eine Überlegung, Alien, ne? Wir haben ja gesagt, wenn wir jetzt auf Rätsel stoßen, die zu komplex sind, dann können wir ja einen Zusatzwettbewerb für die Rätseleier machen. Unabhängig vom optischen Bewertungswettbewerb. Ja, also das Problem ist, wir können hier jetzt gerade nicht alles auch sehen, ne? In Kreativität in der Zeit. Ich habe jetzt mal reingeguckt ins Ei. Das ist sehr komplex. Das wird noch komplexer. Da gibt es Redstone, da gibt es Hebel. Wir werden jetzt so schnell
nicht die geheime Kammer finden. Das heißt, das ist jetzt nichts für jetzt, das wäre ein Ei, was man sich markieren müsste. Das ist aber aufwandstechnisch her zu berücksichtigen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde nur trotzdem gern sehen, was da oben kommt. Du kannst auch Stream machen und uns zeigen, was kommt. Für die optische Bewertung. Dass wir die optische Bewertung abgeben können, oder? Ja, wobei das sehen die Leute dann nicht, die zuschauen. Das ist ja nicht schlimm. Es ist nur, also es ist tatsächlich sehr alles in den Stein gehalten. Es ist aber viel Redstone verbaut. Und oben ist tatsächlich ein Raum mit den Beacons und euren Miniköpfen. Ah, okay. Unsere Miniköpfe? Ja, cool. Die Köpfe und die Rouge-Karte, 83-Karte hängt da. Okay, dann. Aber bis dahin, wie gesagt, du musst auch diesen ich meine, unten also, noch. Es geht noch viel höher. Ne? Also wie gesagt, kannst du das einfach streamen, dass wir es selbst sehen können? Ja, warte mal, Busch. Weil wir wollen ja dann, also das Ziel wäre es ja, dass wir nochmal Aufnahmen machen, wie wir das durchspielen. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt zeigen sollen. Ja, genau. Das wäre lang. Also ich würde einfach sagen, Innenausbau müsste man jetzt bewerten. Das ist halt schwierig. Jeder für sich. Das Problem ist, ich hoffe, Killer Alpha, wenn du das jetzt dann siehst, bist du nicht traurig oder böse, weil wir jetzt nicht alles gesehen haben und deswegen nicht alles mitbewerten können. Vorteil für dich ist, wir werten das als Rätselei. Wir versuchen es so fair wie möglich trotzdem zu bewerten, auch wenn wir nicht alles gesehen haben. Du machst aber automatisch bei einem weiteren Wettbewerb mit. Wir werden nämlich noch Videos drehen, wie wir durch die Eier laufen und die Rätsel lösen. Und wir lassen dann die Zuschauer abstimmen, welches der Rätseleier das Beste ist. Und der Gewinner bekommt dann nämlich auch noch einen schönen Preis. Unabhängig von dem Preis, der für die heutigen Kriterien vergeben wird. Okay, dann machen wir jetzt Innengestaltung, kann jeder bewerten schnell. Gut, jetzt ist die Kreativität ist natürlich dann die Sache jetzt, also da kann man auch wieder rein theoretisch berücksichtigen, dass den Innenausbau mit der Redstone-Technik. Ja, würde ich auf jeden Fall mit einfließen lassen. Also überhaupt, dass er ein Rätsel daraus gemacht hat, ist auf jeden Fall positiv. Ja. Schlüssiges Konzept jetzt schon. Ich finde auch die Tatsache, dass er überall Schilder hängt hat mit einem Spruch und so weiter, das ist eigentlich ganz nett. Ja. Und der Aufwand gebe ich das. Also eine schöne Note. Mhm. Also ich hätte das Ei fertig. Wir sind jetzt auch schon bei 3 Minuten. Ich bin bei dem Ei jetzt auch schon durch, ja. Okay, dann würde ich beim nächsten schon mal ein Schema rüberlegen. Okay, ich bin fertig. Lass uns mal, was das nächste Ei angeht, hier lang wandern. Wo lass lang? Uns, ach, das, du willst? Lass uns das Cookie-Ei mal dran nehmen. Das Orange. Als nächstes. Ja, lass uns mal in die Richtung wandern. Okay, dann lege ich jetzt das Schema auf. Zack. Options. Hier hinbewegen. Zack, liegt drauf. Und es ist. Jetzt fehlen da Blöcke oder sind da Blöcke zu viel? Das muss ich mal checken. Also bei mir ist hier ein Block auf jeden Fall, der fehlt. Das sind Blöcke, die fehlen auf jeden Fall, ja. Oder zu viel. Ne, die sind zu viel. Da fehlen welche. Ich lege auch mal die Schematik drüber. Ja, also ich habe einen, der fehlt auf jeden Fall. Hier sind zu viele geplaced. Ah, okay. Also auf der einen Seite fehlt definitiv einer. Hast du Geld oder soll ich den bezahlen? Ich müsste abheben schnell. Also, genau hier fehlt. Oh, Multiplikator mal 5, sehr schön. Bio Alpha Pay. 15.000, oder? Ja. Habe ich so geschrieben. Also, wenn ihr mal herschaut, genau hier fehlt ein Block bei mir. Warte, ich guck gleich. Ich möchte meine Schematik auch noch sauber drüberlegen, damit die Leute das sehen können. So. Wo bist du? Ja, hier unten. Unten. Da.
Ist der wirklich nicht da? Welchen meinst du? Ganz genau den hier, in dem ich mich jetzt befinde. Den sehe ich nicht. Der, wo mein Kopf ist. Ich sehe da keinen. Da ist keiner. Da muss auch, kein Block. Sitzt deine Schematik richtig? Bei hier. Meiner Schematika, die sitzt genau am Plotrand. Bist du sicher, dass er fehlt oder wird es als falsch angezeigt oder so? Er fehlt bei mir. Warte mal, bei mir fehlt nichts. Hier sind ein paar Blöcke zu viel dran gebaut, tatsächlich. Hier zum Beispiel, der hier. Genau, zu viel was dran. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ich muss mal in deinen Stream schauen, Rouge. Also da sind ein paar Blöcke zu viel, aber fehlen tut keiner. Also es ist, also wenn sie Innenausbau irgendwas reingebaut haben, wo sie vielleicht noch Platz brauchen. Okay. Wieso? Zwei Blöcke zu viel. Wieso wird mir angezeigt, dass hier ein Block fehlt? Moment, ist die Frage, ob das ein Cookie-Stück ist, das sie dran gebaut haben, weil das ein Stück Cookie ist, oder sind das, warte mal, ich nehme mal das Schematik weg. Das sind Cookie-Stücke. Mhm. Dann ist es nämlich kein Fehler, dann ist es ein Design-Element. Also ich würde sagen, es sind noch ein paar Blöcke zu viel geplaced. Für mich wäre das eine 1,5 tatsächlich. Also ganz ehrlich, ich habe doch das Ei hier aus der Mitte genommen, direkt daneben, dieses mit der Schleife dran. Ja. Und egal wie ich das, ob ich einen Block nach rechts, einen Block nach oben, einen Block nach unten mache, es fehlt immer, entweder oben fehlen Blöcke oder unten fehlen Blöcke. Hä? Ich kann mal streamen. Also bei mir fehlt da nix. Okay, also wie gesagt, es ist eigentlich, wem gehört denn das Ei? Das ist Herr Balin. Ja. Jetzt schaut mal her, in meinen Stream. Moment. Hier fehlt ein Block. Stream anschauen, so. Da, warte, jetzt gucke ich auch mal dahin. Ja, hier fehlt ein Block. Und egal wie ich es bewege, ob ich es wegbewege, dann fehlen auf der anderen Seite ganz viele Blöcke. Und Höhe? Hast du Höhe berücksichtigt? Warte mal. Ah ja, dann fehlen hier ganz viele Blöcke noch. Ja. Wenn ich es eben in die andere Richtung bewege. Das Originalschema, bei mir passt so, weil es sind ein paar Kunststücke. Ja, also bei mir passt es auch. Ich hab halt auch das Originalschema, ne? Also ich habe nicht. Ja, das habe ich ja gefragt, ob es ihr mir schicken könnt. Ja. Das liegt noch irgendwo im Chatverlauf. Es ist auch bei den Schematikas mit drin, glaube ich. Bei mir auf dem DC. Also für mich ist es, die Cookie-Stücke stören mich nicht, hier sind noch ein paar orange Wollblöcke mehr geplaced an der Seite, tatsächlich. Ja, okay, das ist schlecht. Und die sind falsch angegeben, da müsste normalerweise Luft sein. Wenn das Cookie-Stücke wären, okay, aber das ist in dem Fall kein Cookie-Stück, sondern definitiv orange Wolle, die einfach zu weit raus war. Und hier fehlen Blöcke, aber das ist achterbahnbedingt. Die Frage ist das in Ordnung oder nicht? Weil ich habe ja gesagt, das Ei darf zum Beispiel auch nicht oben geköpft werden oder so. Das hast du gesagt, dass das okay ist. Kleine Öffnungen habe ich okay gesagt? Ja. Weil Köpfen oder so und große Löcher, habe ich gesagt, dürfen nicht sein. Da hast du ja aber mehrfach widersprochen. Nee, das habe ich immer gesagt. Ich habe gesagt, da darf von mir aus soll ein Kopf. Soll ich dir echt im Stream raussuchen? Ja, bitte. Nein, wir machen das jetzt so, ich sag mal, die perfekte Form mit nicht zu großen Löchern ist halt, man muss halt dann eine Abstufung machen. Man ist halt für mich jetzt auch nur eine 2 an dieses Schema gehalten, ne? Also so gesehen. Ja, wenn der Blöcke falsch sind, definitiv, ja. Wie ihr das bewertet, müsst ihr, wenn ihr sagt, das ist eher eine 1,5 und eine 3, das ist ja, wie gesagt, wir bilden ja Durchschnitte. Genau. Also ist das für mich, was war das? Vorlage 2. Wir haben genug zu tun, such jetzt keinen Stream. Genau, wir brauchen nur 10 Minuten. Ich suche gerade die Schematika. Du kannst es dir dann selber nochmal angucken, aber also für mich ist es eine 2. Sind wir Material, ausgefallenes Material. Was ist das denn überhaupt? Das ist Wolle, überwiegend Wolle, ne? Ja, für mich ist jetzt das... Jetzt passt bei nichts. Mir auch mit dem Original-Schematiker. Ja. Okay. Du musst, da kannst du auch deine eigene Meinung zu bilden, so. Wie du das bewertest, die paar Blöcke. Ja, mach einfach, wie du meinst, Busch, genau.
unsere Gestaltung. Haben wir hier schon Add? Nee, aber braucht ihr nicht, da sind die Flex, glaube ich, gesetzt. Unsere Gestaltung, das erste habe ich das gegeben, kriegt das auch. Das würde mich wundern, wenn die Flex hier gesetzt sind, es sind nämlich keine gesetzt. Ja, dann brauchen wir vielleicht auch keine. Also die meisten haben mich angeschrieben, dass ich ihre Flex setzen soll. Also nee, wir sind vertraut tatsächlich hier. Echt? Ja. Ach ja, weil der WoW hatte eben das Plot noch kurz für 10 Minuten, hat er euch wahrscheinlich vertraut. Die äußere Gestaltung. Außengestaltung, Plot. Da zählt wieder Himmel und Keller mit dazu. Da also, finde ich auf jeden Fall witzig oben. Also das okay, Cookie also Monster funktioniert leider nicht ganz. Das Cookie Monster oben drauf ist stark. Ja, das habe ich auch gerade so das Positiv noch. Jetzt gucke ich mal innen rein. Keller, ne? Keller beziehungsweise halt unterhalb des Eis, ja. Wie, bei euch hat es funktioniert? Ja. Im Keller ist Hölle? Nix. Ich fahre jetzt einfach hier, drück nichts weiter und... Im Keller ist nix, okay. Ich musste gerade den Keller checken, haben wir... da ist nichts drin. Doch, Moment, hier ist ein Easter Egg. Was muss ich hier drücken, irgendwas, damit das rauskommt? Drücken für welchen Knopf? Ach, da. Oh mein Gott. Cool. Uff, uff, uff. Oh, 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 der Raum war überfüllt. Ich roll zurück. Ich mach Platz. Okay, also ich finde das, also mir gefällt es, dass dazwischendrin so ein Easter Egg ist, wo Busch und ich stehen. Okay, da war jetzt ein Easter Egg und dann geht's nach ganz oben. Pluff. Check ich aus. So. Gibt hier Kekse vom Krümelmonster. Also ich finde es auf jeden Fall, das Monster, das Krümelmonster auf dem Dach finde ich stark. Die Redstone-Schaltung haben sie leider nicht schön versteckt. Abgesehen davon, dass es eine echte Drecksglock ist, aber wir werden ja jetzt nicht die Redstone-Technik. Oh, kannst du bitte Sonic vom Grundstück schmeißen? Slash P, deny. Okay. Just Sonic. Gucken wir mal noch diesen Raum an. Aber das Problem ist, ich habe tatsächlich gesehen, die haben den Löwen schon eingebaut, okay. Die Karte. Die Karte habe ich auch gesehen, ja, in den kleinen Raum, ja. Und uns haben sie eingebaut, aber innentechnisch... Das S wurde gebaut von Herr Barlin und X war auch, Always Pocky musste privaten Gründen weg und konnte nicht bauen, okay. Auf dem GS sind 5 Eier versteckt. Findest du sie? Ah, hier ist also ein Rätsel. Ich vermute, das sind die Sammelkarten, weil hier vorne hängt direkt eine Sammelkarte am Eingang. Eine Eiersammelkarte. Sammelkarten wahrscheinlich, schätze ich auch. Ist aber jetzt kein großes Rätsel, sage ich mal. Die kriegen tatsächlich Außengestaltung, glaube ich, eine bessere. Okay, aber der Großraum des Eis innen ist leer. Das, da wäre noch viel Potenzial für Ausbau gewesen. Man muss allerdings auch sagen, das ist jetzt nichts, was wir bewerten sollten, aber für euch zur Info, dieses Ei wurde auch vorgestern erst begonnen. Oh, ja, aber gut, das kann man jetzt ja echt nicht bewerten. Nee, ich sag ja, das sollte nicht bewertet werden, das ist einfach nur so eine Info für euch. So gesehen schon eine krasse Leistung, aber nicht bewertungswürdig, weil theoretisch hatten alle gleich viel Zeit. Du hast gemeint, da wären unsere Köpfe. Hier, ja, hier in dem Easter Egg. Ah. Hey, ich bin Dr. Super P und liebe Ray. Also, schlüssiges Konzept. Das schlüssiges Konzept fällt mir auch so ein bisschen schwer. Also, das Rätsel ist wahrscheinlich schon konzepttechnisch okay. Hier steht noch ein Entchenbild. Okay, ich habe meine Note. Ich bin zu blöd, das alles zu finden. Einen kleinen Moment muss ich noch gucken. Ja, schaut ihr. Sind ein paar Köpfe hier noch versetzt. Hier ist ein... Nee, ich dachte gerade, hier wäre noch ein cooles Easter Egg, aber ist auch nicht. Das ist ein bisschen schade, dass sie hier vorne die Wasserstelle gelassen haben, einfach. Die unendliche Quelle. Die haben hier eine unendliche Quelle und Fluss daneben, haben sie aber nicht verbunden. Das ist einfach so ein bisschen nicht fertig. Die Sitzecke ist ganz nett hier. Wo die Karten sind, keine Ahnung, wo die Eier versteckt sind. Lustig finde ich die Schleimblockbäume. Das ist mal was anderes. Die finde ich echt cool, ja. Also das finde ich echt kreativ,
Vor allem mit Schleim. Also mit Schleim. Ganz ehrlich. Wer ja, baut ja. mit Schleim? Ja, ja. Das ist schon nicht schlecht. Oh, ich habe uns gefunden. Endlich. Also wir sollten mit dem Ei sollte jetzt langsam fertig werden, sind auch schon wieder 10 Minuten. Ja. Warte, ich mache meine Bewertung. Ja, da muss ich ein bisschen was abziehen, leider an der Stelle. Das ist eine ganz schwierige Note irgendwie. Kurz nachdenken. Mann, das ist mies, das ist mies. Okay, gebe ich das. Okay, ich habe meine Noten fürs zweite Ei. Also Herr Barlin Ei ist bei mir bewertet. Dann gehen wir über zum Irisura. Ne? Das ist das Weiße mit Glas. Ach. Nee, warte mal, das ist nicht Irisura, das ist... Doch, Irisura. Das ist Irisura, ja, okay. Welches? Dieses Weiße hier? Das Weiße mit dem grünen Glasdach, ja. Ah ja, das ist Rikuru. Ja. Rikuru Irisura ist das, genau. Also mir gefällt erstmal, dass das zwar weiß ist, aber nicht rein weiß. Auf der anderen Seite, es ist halt ein Osterei, ne? Und Ostereier, die komplett weiß sind, ist ja eher jetzt nicht so typisch. Ja, aber sie haben tatsächlich einen Mix reingemacht. Ja, ja, der Mix ist das, was so ein bisschen rausreißt, ne? Und ja, das große Fenster hier. Dieses Sparkle, also es gibt auch so grauweiße, also man kann die Eier ja auch so grauweiß einfärben, dass es nicht alles wirklich kunterbunt ist. Ja, ja, also es ist schon ein Designfleck dran, ja. Das ist, ich will es nicht wegreden. Material. Boah, zum ersten und zum zweiten. Ich muss mich da schon einsortieren, aber eher, okay. Hast du die Schematika schon geprüft? Die Schematika, Es ist tatsächlich nur ein, zwei Blöcke. Es ist nicht perfekt, es sind ein, zwei Blöcke mehr dran, nicht weniger. Mehr? Ich gucke auch gerade nochmal. Ah, ich verstehe warum, glaube ich, oder? Nee. Da, ja, da ist einer mehr, ja. Aber es ist dann für mich ganz einfach, das kann man wohl sagen, eine 2, es ist nicht ganz. Ja, es ist, da sind auch noch mehr Blöcke. Ja, okay. Ja, ja, also wenn jetzt irgendein Symmetriefehler drin gewesen wäre oder so, hätte ich gesagt, ja, okay. Du kannst es ja für dich bewerten, du kannst auch eine andere Note geben. Du kannst es für dich bewerten, ja. Stimmt. Perfektion in der Kopie ist nicht 1, also ist es eine 2. Ist ja nicht so ab, so viel, sage ich mal. Okay. Außengestaltung. Außengestaltung. Ich übrigens, das ist so ein moderner Minecraft-Block, soll das darstellen, quasi. Mit einem schönen Mix drin. Das soll quasi so. Also du meinst die Plot-Außengestaltung, meinst du? Ja, wo das Ei drauf sitzt, ist so ein Gras-Minecraft-Block, aber gepixelt halt. Das ist schon relativ cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Yeah. Also ich gebe dem Ei von außen. Ach, schade, dass wir keine Kommanoten vergeben. Ich arbeite mit 2,5 zum Beispiel. Ach doch, machst du auch Kommanoten? Ja, okay, ja. Dann mach ich auch Kommanoten, weil es fällt mir gerade echt schwer, dafür die ganzen Schritte nach oben oder unten zu gehen. Genau, also du kannst auch 2,2 machen, wenn es dann sagst, das eine war ein Tacken besser, warum nicht? Du hast hinterher sowieso einen Kuchen. Ja, ist richtig, es kommt eh in den Durchschnitt rum. Ja. So, dann haben wir hier in der Luft ist nix. Ne, am Himmel ist nix. Dann geht's jetzt mal um den Boden und um den quasi Keller, wenn es einen geben sollte. Guck mal, wir gucken mal rein. Ich habe hier irgendwo die Tür gesehen. Wo sind wir denn? Wo ist denn die Tür? Die ist auf der einen Seite vorne. Richtung Cookie Eye. Rikuru und Irisura, das sind die Köpfe von den beiden auf den Beacons. Und da ist der Eingang. Ah ja, die Erbauer sind hier auf drin. Ja, Moment. Zack, zack, warte mal. Ich gebe euch kurz Add. Wenn ihr stehen bleibt, dann könnt ihr euch nämlich frei bewegen. Hey, bleibt doch stehen. Super Alien. So. Okay, Busch, nicht das Ei zerlegen. Nein, ich wollte nur schauen, ob zu mir. Keller ist leer. Keller ist leer. Was, Keller ist leer? Ja. Wie hast du das? Hast du runtergeklopft oder was? Ja. Nein. Ich hab meine Möglichkeit.
Ich habe ein. Okay, wir reden nicht drüber. Okay, hier sind einfach so Schränke quasi in die Wand gesetzt. Hier ist das. Also, das finde ich ja schon stark jetzt. Also, zum Beispiel hier diese Sitzecke, ne? Setzt dich hier hin und guckst da durch dieses grüne Fenster durch die Wand auf die Nachbar-Air. Das ist schon cool. Ja. Also ist das schon ist, cool. Das ist, also dieses Fenster wirkt von innen besser als von außen noch. Oh ja. Das stimmt. Hier ist so eine Art Küche. Oh, hier geht's richtig verwinkelt. Hier geht's noch runter. Wo geht's? Ah, hier. Ach, du hast hier überall einen Gang zu den Löchern. Ach, schade, dass hier der Raum nicht ausgestaltet ist. Löcher, wo, was? Es gibt noch mehr Räume. Guck dich mal um. Ja, ja, also. Ah, da kamst du her. Das ist ein Wandschrank. Okay, keine Werbung, nicht gesponsert. Hier noch, ach, hier ist die Treppe, die nach unten führt. Ach, hier ist nur ein Schrank drin, der ist auch gut. Mit Teppich den Einlagerboden im Schrank, das finde ich cool. Oh mein Gott. Also ganz ehrlich, wie man das, das ist ja mal richtig cool. Ich schlafe mal eine Runde. Ja, ach, hier kommt man hier cool wieder hin. Hast du viele Räume hier? Hier ist die Dusche, ich habe die Dusche gefunden. Kann man die an- und ausschalten? Nee, das geht nicht. Das ist eine Permadusche, okay. Die Permadusche. Ja, so. Ich finde, das ist schwer zu toppen. Oh, da bin ich mir. Also. Ich glaube schon, dass da noch was geht. Aber es ist tatsächlich bisher gut. Es ist quasi so eine Art Wohnhaus, das Ei. Das Ei ist ein Wohnhaus. Also die Plot-Außengestaltung, da kriegst du das mal. Eigentlich die Plot-Außengestaltung. Da und Keller, das. Innengestaltung ist tatsächlich schon. Es verwirrt mich ein bisschen, die Innengestaltung, aber sie ist gut. Aber was ist das für ein Raum hier? Was sind das für Liegen und was ist das für ein Turm? Das hier ist ein... Das ist ein Himmelbett hier, also quasi ein... würde ich mal sagen. Erholungsraum, ja. Weißt du, was mir hier fehlt in dem Raum? Bei den ganzen Liegen und so? Ich hätte es geil gefunden, wenn sie hier die zwei Liegen beispielsweise weggelassen hätten und hier einfach aus Holz eine Sauna hingezimmert hätten. Ja, sowas, ja. Und so einen kleinen Pool und hier oben einen kleinen Abkühlpool rein statt dem Liegebett. Wobei das Liegebett so für unterm Himmel auch ganz nice ist. Es ist also, halt sehr, also ohne böse zu sein, das ist halt alles in weiß. Es ist so dieser Loft-Style, alles sehr clean. Ja, sehr clean, sehr strukturiert. Ich habe meine Note. Strukturiert ist. Du bist aber auch, ja, ich habe da meine Note. Okay, ich muss mir jetzt ganz kurz überlegen, wie ich jetzt Außenplot und Innen bewerte. Außenplot. Ich suche noch dieses, wo du gesagt hast, keine Werbung. Nicht gesponsert. Das habe ich noch nicht gefunden. Doch, du hast es nur noch nicht gecheckt. Okay. Ich hätte meine Bewertung. Oh, ich habe es gefunden und gecheckt. Ich gehe mal auf Innengestaltung, gehe ich auf... Ah, es ist schon gut, es ist schon... Kreativität. Machen wir mal so. Ach, macht mal, das sind ja Einschätzungen. Wir kommen noch in Eiern vorbei und es wird sich gar nicht nachher, wenn wir fertig sind mit allen, dann kann jeder noch mal kurz 10 Minuten durchfliegen und vielleicht noch mal anpassen. Weil dann hat man sein Favorite vielleicht auch schon gefunden und hat immer irgendwas an. Ich setze jetzt erstmal tief gestapelt an, weil ich immer noch glaube, dass vielleicht noch was Besseres kommen könnte. Hm, man weiß es nicht. Okay, ich bin mit dem Ei fertig. Wir nehmen jetzt den Stein an, oder? Was außen ist, so ein bisschen versetzt. Was ist versetzt? Steinei, dieses bunt gemixte Steinei mit Glas. Ach, das ist ganz rechts außen. Welches machen wir denn jetzt als nächstes? Das rechts außen hier, das mit dem weißen Glas. Genau, ich mach mal wieder. Ah, oben in der Mitte ist auf, man kann oben reinfliegen. Ja, da ist ein Loch drin. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Also du sagst, es ist leicht versetzt nach oben, oder wie? Nee, es passt perfekt. Na, nach oben und unten dürfen sie ruhig 2-3 Blöcke abweichen. Das ist nicht das Problem. Nur seitlich darf es nicht, weil sonst passt es nicht aufs Plot. Verstehe. Genau. Immer noch. Das kommt also, gleich an. Also, was mir so ein bisschen bei dem Ei auffällt, ist halt, dass das rechts daneben mit der Glasglocke schon stand, bevor das linke angefangen wurde, ne? Also dieses Konzept Glasglocke ist halt, ich weiß nicht, ob man sagen kann, es ist abgeschaut, weil es ist trotzdem wieder das Ei und es ist komplett anders, trotz der Gleichheit. Oh, oben drin ist ein Loch.
Da fehlen vier Blöcke. Ja, das haben wir gerade schon gesagt. Sorry, habe ich. Nicht so schlimm. Also von der, was man sagen muss, Vorlage eingehalten ist eine 1. Die oben, die vier Blöcke, dass man reinfliegen kann, finde ich jetzt nicht so. Ja, das ist ja, okay, das ist der Eingang. Ich habe es auch gerade gesehen. Ja, wenn das der Eingang ist, ist okay. Kann man ja per P-Mittel dann oder so machen. Ah ja, wahrscheinlich, wenn du P-Mittel machst, landest du ja normal da oben und der hat dafür gesorgt, dass durch die fehlenden Glasblöcke du mit P-Mittel wahrscheinlich innen drin landest, oder? P-Mittel. Ja, das ist der Grund. Der hat quasi gemacht, dass wenn du P-Mittel machst, du automatisch hier unten landest. Okay. Okay, Also ich finde den Materialmix schon ganz nett von außen. Das sieht einfach gut aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, bemooste Steinziegel sieht man recht oft, hätte ich aber irgendwie nicht so richtig erwartet bei einem Ei. Richtig. Ja, von wem ist das Plot? PI? Das ist Kripphoff, oder? Ja. Ja, Kripphoff 89 gehört das. Cordio ist nur Helfer. Oder Mitbauer, wie auch immer. Unterstrich 89, okay. Außengestaltung hätte ich. Also Material. Und dann Außengestaltung 3. Und Boden, Terra, muss ich nochmal gucken. Innen, runter, ich glaube, einen Keller gibt es nicht. Ich schau mal gerade. Mal gucken, ob es einen Außeneingang noch in das Plot gibt. Ich glaube nicht, ne? Das... Nee, ich habe keinen gefunden. Nee, ist nur das eine. Es gibt nur den oberen Eingang quasi, das Loch. Okay. Ist auch quasi die Innengestaltung, das Terra da drin. Ja. Terra da drin. Das ist, okay. Das ist quasi eine fliegende Insel in einem halbgläsernen Ei, wenn man es so betrachtet. Okay. Was hier ist eine Treppe drin. Guck mal hier. An der Seite bei der Schaukel gibt es eine Treppe. Gib mal hoch wieder zur Schaukel. Hier ist eine Treppe. Ah! Geht das dahin? Ach, da kommt man zum Aussichtspunkt quasi. Okay. Ah, ja, okay. Da kommt man hier oben drauf. Ist aber schön, dass er berücksichtigt hat, dass man auch ohne Fly da einen Weg hinkriegt. Also, das finde ich ganz gut. Das ist mitgedacht. Mhm. Zur Außengestaltung hätte ich meine Note auch. So, also, Material. Den muss ich mir nochmal von außen anschauen. Außengestaltung Ei. Außengestaltung Plot. Innengestaltung Ei. Kreativität. Flüssiges Konzept. Ja, ne? Gerade noch dabei, hier noch zwei Birken hinzubauen. Ja. An sich, ja. Ja. Ich hab's quasi schon tatsächlich für ich das. Ich hab's auch gleich. Ich brauche einen kleinen Moment. Wie gesagt, vielleicht ändere ich auch nochmal was. Das muss ich mir gleich nochmal ja. Also ich gucke am Ende auch nochmal die ganze Tabelle und schiebe nochmal kleine Punkte hin und her im Zweifel. An Vorlage gehalten, hast du gesagt, war eine 1, das war glasklar. Das war das glasklar. Da ich das Wortspiel war nicht beabsichtigt, Rusch, ne? Garantiert. Niemals. Okay, dann gehe ich eins mal rüber hier. Glasding, genau. Ich lege mal gerade das Schema auf. Guck mal gerade. Ob da irgendein Block abweicht. Oh. Versetzt auf dem Plot? Kann das sein? Ah, es kann sein, dass es doch einversetzt ist. Warte, ich muss mal gerade doch ein bisschen bewegen. Also, ich. Sieht aber erstmal. Für mich sieht es sauber aus. Versetzt dürfte es nicht sein. Bei welchem sind wir jetzt bei diesem komplett gläsernen? Bei diesem. Mit dem Ballon.
Mit den Ballons drüber, genau. Ja. Es sieht mir aber, also ich sehe jetzt erstmal keine Fehler, wenn ich so drumherum fliege. So, jetzt habe ich es nochmal gemacht. Okay. Kannst du mir mal die Koordinaten nennen? Ah, nee, jetzt habe ich es perfekt auch. Danke. Ja. Ein Fehler? Ich, doch, ein versetzt muss das sein, oder nee. Nicht? Nee. Die Koordinaten sind 6, 4, 7, 8 bei X, bei Y 65, genau. Und bei Z 14044. Bestätigt. Ja, ich hatte den Rand zum Grasrand gemacht, deshalb habe ich das falsch genommen. Okay. Ah, cool. Ja, okay. Ja, ja, da hatte mich vorgestern noch drum gebeten, dass ich den Rand zum Gras mache. Also was mir hier gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass das Ei an einer Öse hängt, an der echt viele Luftballons befestigt sind und davon sich wiederum ganz viele Luftballons ablösen, die gen Himmel aufsteigen. Also das ist schon ganz cool. Die Idee ist, finde ich, ultra cool. Ich check gerade nochmal das Ei von außen, aber der hat sich eigentlich sehr genau an die Vorlage gehalten. Ein Block hätte ich jetzt gesehen, der echt? Falsch geplaced. Ich habe keinen gesehen. Ja, aber das ist hier ist einer. Wo ich ja stimmt, einer fehlt tatsächlich hier unten. Echt? Beim Heck unter diesem Haus. Bei diesem Haus. Unter diesem Haus. Bei diesem Haus fehlt einer. Hier an der Vorderseite. Hier, falsche Seite. Wem gehört das überhaupt? Hier, da, hier. Du siehst mich doch, oder? Ja, warte, ich muss gerade die Schematik drüberlegen, damit ich auch was sehe. Dr. Mellon oder Rosa Bomber? Tatsache. Ach, wie ärgerlich. Ein blöder Block. Ja, dafür gebe ich eine 1,5, sage ich ganz ehrlich. Wer ist es denn? Wer war denn der Hauptverdächtige? Rosa Bomber oder Mr. Mellon? Mr. Melone ist der Hauptverdächtige und Rosa Bomber hat geholfen. Dann ist es Mr. Also designtechnisch finde ich es stark. Ich mag auch das schwarze Glas, da kann man gut durchgucken. Und vom Außenmaterial kriegt es natürlich eine schlechte Note, weil es ist halt nur Glas. Ja, ja, nee, ich rede jetzt vom Gefallen, ich rede nicht vom Material, ne? Ich finde es ganz gut, dass er die Wolken adaptiert hat in dem Glas. Also, dass er da auch nochmal weißes Glas an manchen Stellen verwendet hat oder hellgraues Glas, um dann Wolken auch im Glas abzubilden. Das finde ich ganz schön. Das ist so ein bisschen der rote Faden zu sehen, einfach. Ja, also das Ei, dann Außengestaltung. Außengestaltung ist natürlich echt bomb. Also, jetzt reden wir mal drüber, das ist ein Riesenballon, das ist echt geil, mit den Einzelnen. Das ist, ich suche nur gerade nach einem Eingang nach drinnen. Ja, den habe ich auch schon gesucht. Es gibt, glaube ich, irgendwo ein Schild, auf dem was steht oder so. Oder P-Mittel, nicht P-Mittel, sondern auf das Plot per Befehl gehen, per PH. Das ist ja hier Ostern. Nee, es ist kein Ostern. Es oh, nee, okay. Slash P. Oh Mann, wie viel ist das denn? 167, 361 sind die Koordinaten. PH 167. Oh, wenn du die Story 361. spielen willst, bitte PH Tagebuch machen. Dort ist alles erklärt, Redstone muss an sein. Ja, also folgendes, wir haben es hier wieder mit einem Rätselei zu tun. Und ich habe von Melone sowohl eine Storyline als Text geschickt bekommen, die richtig lang ist, als auch noch eine Spielanleitung. Magst du die Story wenigstens vorlesen? Boah, die ist ewig lang. Nee, dann nicht. Dann würde ich das auch wieder im Stream machen. Wir beurteilen quasi nur das Aussehen. Wir bewerten das Design, genau. Also ich gehe jetzt auch mal rein in das Haus. Ich will noch mal gucken, was da drin ist. Darf ich auch mal rein? Ja, geh doch. Ja, du hast. Ach so, die Druckplatte. Nein, die Druckplatte hat wieder zugemacht. Ich wusste doch nicht, dass mir die Tür zugeht. So. Alter Meckersack. Sorry. Also ich sag euch nur eins, ich gucke ja mal gerade, das Plot ist komplett bis unten bebaut, da kommen noch mehrere Räume bis zum Ende. Also du spielst dich quasi hoch. Okay, das ist natürlich jetzt wieder die Schwierigkeit mit dem Bewerten. Also ich würde sagen, das Innere vom einen Killer würde ich jetzt nicht mit bewerten. Es ist halt tatsächlich eine Story echt eingebaut. Man spielt sich nach oben, aber wir starten. Man landet im Keller mit dem P. Mit dem PH Tagebuch, / PH Tagebuch. Mit dem Keller, ganz. Ah,
Oh ja, ist aber wichtig, hier nochmal kurz reinzugucken, weil das ist designtechnisch schon relevant hier unten. Oh ja. Genau. Also, ich habe jetzt auch den Rest mal gesehen. Also, wie gesagt, danach könnt ihr euch richten. Es ist auch Redstone verbaut. Hier steht auch die ganze Story nochmal auf Schildern. Also, tatsächlich ist das Aufwand für mich ganz klar. Virusausbruch Nummer 1. Kreativität. Dann geben wir das mal. Ey, das Labor ist ja mal geil gemacht. Da ist nicht viel drin, aber es gefällt mir einfach unglaublich gut. Also richtig gut gemacht. Außenplot ist tatsächlich, würde ich mal das geben. Außengestaltung würde ich mal auch das geben. Das ist ein richtig cooles Ei. Uff, uff, uff. Ich habe für das Ei, ich habe fertig. Ich habe noch nicht fertig. Ich brauche noch einen kleinen Moment tatsächlich. Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher. Vielleicht ändert nochmal. Aber das ist schon extrem... Allein, was ich jetzt in diesem Raum hier unten sehe, erahne ich schon, dass da noch einiges kommen wird. Ja, es ist auch alleine von dem Dschungel draußen. Ne? Das Plot ist wirklich designt. Du kannst da wirklich unter dieses Ei halt. Da ist ziemlich viel gebaut mit ziemlich viel Mix. Und ein Konzept ist da. Und das mit dem Ballon oben. Also, da ist schon ein bisschen mehr, ja. Ja, also, ja, gut. Es hat schon ein bisschen was, das Ei auf jeden Fall, ja. Ja, ja, der Busch wieder. Noch nie ohne Schematik gebaut, aber rumnörgeln, ne? Aber das ist deine Ansprüche, ne? Was Redstone angeht, das kann, glaube ich, kaum jemand erfüllen. Auch vor allen Dingen nicht auf dem Einer-Plot, ne? Okay, pass auf, ich muss es jetzt bewerten, egal wie. Ich habe schon bewertet. Mr. Melone ist das. So, also. Puh, das ist echt eine harte Nuss. Hier unten hat man Pistons. Interessant. Wie unten? So... Wo bist du denn? Nicht ganz unten, sondern hier, wenn man normal aufs Blatt drauf liegt, unten am Ei. Also ich sag's ja an der Stelle nochmal ganz klar, für Mr. Melone und Rosa Bimber, euer Ei geht mit in die Videoreihe mit den Rätseleiern. Das heißt, wenn ihr heute nicht auf Siegertreppchen kommt oder gekommen seid bei der Preisverleihung, dann macht seid nicht so traurig. Ihr werdet nochmal ein eigenes Video für euer Ei bekommen, wo wir das Ei durchspielen mit dem kompletten Rätsel und die Leute dann dieses Ei bewerten dürfen. Und die Rätseleier, die am Ende durchgespielt wurden in einzelnen Videos, die werden über die Likes entschieden. Also das Ei, das Video mit dem Ei mit den meisten Likes, wird am Ende nochmal einen schönen dicken Preis bekommen. Zusätzlich zur jetzigen ganz normalen Verlosung. So, also Außengestaltung. Also das ist schon wirklich sehr weit vorne, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also so auf den ersten Blick zumindest auf jeden Fall. Ja, also es ist auf jeden Fall von dem bisherigen schon echt wirklich vorne. Ja, eigentlich von dem bisherigen tatsächlich das Beste. Wir liegen noch nicht so weit aus dem Fenster, weil es ist ja... Mal gucken. Machen wir als nächstes das Bunte daneben, oder? Moment. Also ich sag nicht von allen, sondern von dem bisherigen. Was ich bisher gesehen habe, gefällt es mir am besten. Du meinst das Glasbunt hier nebendran direkt? Jo, dann gehen wir wieder die Reihe zurück danach. Okay, ich leg mein Schema. Mein Schema da. Hinbewegen. Oh, ich gehe immer falsch, um das Ei aufzulegen. Da so, das ist Just Evil und dann Anixious Legend. Ich weiß nur nicht, wer von beiden der Haupttäter war. Ich glaube, Just Evil war der angefangen hat mit dem Thema. Okay. Ich sehe jetzt gerade unten keine Blöcke. Oben sehe ich auch keine, die fehlen. Nee, außer die Tür, also was ja normal ist. Weil Tür ist in Ordnung, genau. Und das ist nur eins. Ein Block ist frisch. Einer? Doch, ein Block ist falsch, ja. Einer. Wo? Ja, der hier. Ist hier auch die Schematik, haben wir schnell drüber. Ah, ja, okay, das heißt, da müssen wir genauso wie bei Melone, da war ja auch ein Block falsch, da auf jeden Fall auch was abziehen. Ja. Die 1-5. Wenn du da was abgezogen hast, musst du auch hier was abziehen, ja. So, das ist das Plot von, jetzt muss ich mal den Namen ziehen, genau. PI. Just Evil. Just Evil. Genau. Das könnte ja, so ähnlich ging es mir auch. So, was haben wir denn hier alles?
Wir haben einen Glasboden, passend zum Glasei, mit einer Art Dschungel unten drunter. Also was man sagen muss zum Mix, es ist tatsächlich viel verschiedene Gläser und sie haben als Kontrast innen drinne, ich glaube, verschiedene Farben an Wolle gemacht. Wolle, aber auch Holz ist mit drin an Kontrast. Es ist auch Sandstone mit drin. Das heißt, sie haben ein komplett buntes Ei designt in zwei Schichten. In also zwei Schichten mit absolutem Materialmix, ja. Was schon respektabel ist, also muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und es sitzt ein Hase drin, das finde ich cool. Echt? Ja. So, am Himmel ist aber nichts weitergebaut, okay. Und unten haben wir ja schon gesehen, da ist halt dieser quasi Dschungel auf schwarzen Kohleblöcken oder sowas gesetzt. Ja, das ist tatsächlich leider nicht so außengestaltungstechnisch viel, aber wir gucken jetzt. Ja, ich finde den Dschungel nicht so schlecht. Zur Außengestaltung zählt oder zur Innengestaltung? Es ist ja hinter Glas. Also ist es eigentlich nein. In Außengestalt, also Plot-Außengestaltung ist alles, was über dem Ei, unter dem Ei und um das Ei ist. Ah, okay, also auch wenn es eine Keller gäbe. Ja. Gut, dass dir das beim sechsten Ei auffällt, das zu fragen. Ja, ich habe gedacht, aber ja, okay. Es gibt eine Treppe. Hase. Ah, hier drin ist noch ein schöner Kronleuchter. Wird die Tür hier irgendwo hin? Ah, da ist ein Schild drin. Der Hase ist mir eigentlich ein Block zu kurz oder zwei vom Körper her. Das ist ja Beine und Kopf. Aber sonst sieht der Hase sau cool aus. Also den Körper hätte ich mir einfach noch einen kleinen Tick. Ja, klar, ich meine, der soll so stehen. Das ist das Design. Aber ich finde ein oder zwei Blöcke mehr in der Dicke. Ich glaube, er hat den Minecraft-Hasen gebaut, oder? Die sehen doch so komisch aus. Ja, kann sein. Kann sein. Also Der Hase ist ganz nice gebaut. Süß ist er, also von vorne ist er super cool. Ja. Es ist auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, in Ostern, passend zu Ostern, da noch oben was gebaut, also konzeptmäßig. Was sind das für eine Tür hier? Ich habe jeden Tag ey, Bursch, ich sehe nichts. Ostern, ich suche immer irgendetwas. Cool. Ich hab Hunger. Einmal, ist cool. Steht noch unter dem Hasen. Okay. Kommt man in den Dschungel unten rein oder ist das? Das weiß ich noch nicht. Hier oben hängt eine sehr, sehr schön gestaltete Lampe auf jeden Fall noch an der Decke. Ansonsten ist hier oben aber auch Luft noch. Also hier wäre noch was gegangen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr attraktiv, dass man hier eben dieses bunte Panorama hat, was so total osterlich ist. Ja, also es kommt bei mir auch tatsächlich gut. Just Evil Vorlage eingehalten. Achso, das müsste ich so machen. Genau, der hatte das auch. Ein Block, meine Innengestaltung. Boah. Außengestaltung. Plot aus. Nee, erst ausgefallenes Material. Außengestaltung Ei. Da gebe ich mal. Ja, das ist, denke ich, fair. Außengestaltung Plot. Da war so. So. Innengestaltung Ei ist schwierig. Ist schwierig, weil es ist schon eine gute Leistung, aber es ist halt auch trotz allem nicht so viel reingebaut, ne? Ja, Innengestaltung, ja. Aber als Teil der Gestaltung sehe ich halt aber auch so ein bisschen die bunten Blöcke überall, ne? Das ist ja auch Gestaltung. Und da sie doppelt gewandet ist, ist ja innen nochmal eine separate Gestaltung auch. Also es ist. Die Treppe ist sehr schön, diese geschwungene Treppe, die hochgeht. Der Hase ist schön, das Häuschen mit dem kleinen Easter Egg ist schön. Der Fluss, die Karotten, die angepflanzt sind, alles passend zu Hase. Also es ist auf jeden Fall schlüssig, das Ei. Stimmig von Anfang bis Ende. Es ist das Ostermotto voll getroffen. Und auch in vielen Facetten umgesetzt. Ja. Schlecht ist es nicht. Also Ausgestaltung Ei ist super. Ausgestaltung Plot ist ein bisschen, da hätte noch was passieren können. Mir gefällt zwar dieser Dschungel, aber da sehe ich auch, also da hätte noch in den Dschungel rein, hätte man noch Sachen bauen können. Oder auch in die Luft noch hier oder drumrum. Hier guckt da mal so ein Ast raus. Hier ist der Ast ist ja hier offensichtlich durchs Glas gebrochen.
Ne, diese weiße Glas sind ja Risse im Glas. Das ist eigentlich auch eine nice Idee. Genau wie hier drüben, da ist auch quasi das Glas aufgebrochen durch den Wachstum, durchs Wachstum. Ja. Also ich hätte tatsächlich schon meine Note fertig hierfür. Ja, ich fast. Warte. Oh, hier ist Anxious Legend. Ja. Und schaut uns zu. Ja, das muss ich gut bewerten an der Stelle. Das gibt einen leichten... und das gibt ein... Tut mir leid, da muss ich das machen. So, okay, ich habe meine Note. Ich habe bisher übrigens kein exakt gleiches Ergebnis bisher bei den Eiern. Die sind alle ein bisschen unterschiedlich bei mir. Also man könnte jetzt bei den Bewertungen schon eine Rangfolge machen. Da sind viele, die dicht beieinander liegen, aber keins ist exakt gleich im Schnitt. Ja, das ist doof. Ich komme auch nicht mehr drauf, das heißt, zu viele Spieler versuchen sich die Zeit gleich zu verbinden. Okay. Ja, dann warte kurz. Wir warten kurz auf dich. Ja, wir können ja schon mal die Außenform vom nächsten Ei checken. Das ist nämlich voll fail, der hat sich verbaut, tatsächlich. Das Dragon Egg? Achso, du gehst zum Dragon Egg über, okay. Nee, müssen wir nicht. Wir können auch. Nee, lass uns zum Huhn gehen. Lass uns zum Huhn gehen, du hast recht. Lass uns zum Huhn gehen. Er hat sich total verplaced. Schade. Also der hat schade. Das gebaut, glaube ich. Wenn ich es drüber lege, ist es so versetzt und so versetzt ein. Ja, dann passt es. Genau, wenn man es zwei versetzt zum Rand hin, passt es. Dann siehst du auch, dass es über den Plot, er konnte nicht weiter bauen. Ja, ich sehe es auch jetzt schon. Also je näher ich die Schematiker rücke, desto auffälliger wird's. Genau, das ist halt leider Gottes zwei versetzt gebaut, nicht mittig zentriert. Das ist ein bisschen blöd aufgesetzt. Sonst hat er sich perfekt an die Vorlage gehalten. Es hätte mich gar nicht so sehr gestört, wenn es dann halt vollständig wäre. Aber dadurch, dass es dadurch nicht vollständig sein kann. Also hier am Rand, genau, hier sieht man es, fehlt's. Aber er hat versucht, das zu kaschieren, oder? Warte mal. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Mit dem Huhn oben drauf. Ja. Es ist wirklich leider schief gebaut. Leider Gottes dann auch nur eine. Das Schild finde ich aber stark. Es ist kein Meisterwerk, aber es hat viel Spaß gemacht. Smiley. Das ist Elias Schäfer. Ja, genau. Der hatte mich gefragt, ob das was ausmacht. Ah, ja, komm schon, ich bin schon wieder geflogen wegen Zeitüberschreitung. Hä? Hau ärgerlich. Okay, von außen. Also, man muss ja sagen, es sitzt schief auf dem Plot, ist deswegen an einer Seite abgeschnitten und es ist einfach weiße Wolle, ne? Also, das, was es so rettet, ist dieses echt stylische Huhn, das oben drauf sitzt. Dieses Küken, das ist schon geil. Aber ich bin auch rausgeflogen. Geile Sachen. Wieso fliegt ihr alle raus? Anscheinend mäkelt der Server gerade. Vielleicht guck mal wieder mit Telekom-Probleme, falls du die auch hast. Ich bin auch Telekom. Keine Werbung, Telekom nicht gesponsert. Also in dem Fall wäre es ja dann gar keine Werbung, wenn ich sage, wegen denen fliege ich raus. Also das weiß ich nicht, das war ja mal ein Problem. Ne? Bad publicity is publicity. Ich bin jetzt wieder drauf. Oh, ich habe eine 15-Minuten-Sperre, willst du mich verarschen? Ist nicht dein Ernst. Ich komme gerade auch nicht drauf. Nicht euer Ernst, verdammt. Ich bin im Portalraum jetzt schon wieder geflogen. Ja, das ist kein Problem, mit dem zweiten Account. Ich kann es mal mit dem zweiten Account. Nee, kann ich nicht, weil sonst weiß Rusch ja, was mein zweiter Account ist. Also aber. Ich gucke mir das Ei trotzdem schon mal an, dann kriege ich vielleicht meine Meinung schon zusammen. Ich bin mit dem zweiten Konto auf, das passt. Ich hab's jetzt schon gecheckt. Welche war es denn das mit dem? Hat der hier einen Abakus reingebaut? Ja, warum auch nicht? Auf jeden Fall ist das für mich leider nur eine 4, weil es leicht das versetzt ist. Das ist schon stark. Ja, das ist leider zu viel Abweichung. Von wem ist das? Das war von
Okay, der Elias Portalraum Schäfer ist gerade voll mit Leuten. Ja, sind einige geflogen wahrscheinlich. Also er hat ein paar coole Viecher reingebaut, das muss man ihm lassen. Ja. Aber was ist das noch? Frohe Ostern an alle. Material ist leider. Ja, auch nicht so spektakulär. Aber er hat ein Notausgangsschild, das hatten die anderen alle nicht. Ein Huhn obendrauf, das ist aber natürlich wieder für Eigestaltung außen. Ja, das Huhn ist cool. Aber das ist halt, ja. Genau, das ist Außengestaltung, Plotgestaltung. Das ist Plotgestaltung. Außengestaltung, Ei ist halt auch nicht so schick. Nicht viel. Aber das Plot, das Nest hat er gebaut mit einem schönen Mix. Das Huhn. Und innen hat er. Es geht noch richtig weit runter. Okay. Er hat versucht zu pixeln. Hier ist auch ein Hase. Der ist auch ganz witzig. Ja, der ist ganz nett. Also die Viecher, die hat er schon ganz schön gebaut. Die Viecher und dann hat er hier oben. Wobei der Materialmix generell jetzt auch nicht der Bringer ist, ne? Also es ist schon alles sehr, sehr ähnliches Material. Außengestaltung, Plot. Tja, das Huhn bringt noch so ein bisschen Rettung, würde ich sagen, aber sonst ist nicht viel an Außengestaltung. Leider. Gut, der Keller ist theoretisch ja auch Außengestaltung, ne? Nicht vergessen, der zählt ja eigentlich zur Außengestaltung. Ja, Außengestaltung, aber es ist trotzdem Kreativität. Ja, es ist schon kreativ. Weil er tatsächlich Kreativität, ich finde es halt kreativ, dass man wieder aus Wolle, also die Tiere, das ist schon kreativ irgendwo. Das darf man nicht. Also ich mach mal. Ja, ich glaube, ich habe meine Note. Ich bin noch Konzept. Das Konzept ist eigentlich schlüssig. Muss man ihm unterstreichen. Das ist ein schlüssiges Konzept. Und Aufwand ist leider nur das da. Ja. Okay. Gut, er hat es wahrscheinlich auch schnell gebaut. Ne? Er hat wann angefangen? Vorgestern? Vor ja, auch vor ein paar Tagen erst. Aber das ist ja kein Kriterium, weil theoretisch hat jeder gleiche Zeit. Das ist kein Kriterium. Werten wir Rouge ein? Das ist nicht für die fertig geworden, weil ich keine Zeit hatte und ich dachte, die kriegen das schon hin. Aber ja, könnt ihr gerne machen. Kannst du ja gerne machen. Nein, kommt das Neta-Ei, oder? Ja, okay. Aber ich möchte, dass du meine Vitrine anschaust schnell. Die ist schön. Warte, ich muss erstmal das Ei wieder. Jetzt bin ich an meinem zweiten Account. Muss ich das hier, das Ei hier drauflegen. Das Neta-Ei. Das mit dem kotzenden Gast, meinst du, ne? Das hat auch einen Turboantrieb unten drunter. Muss man gleich mal gucken. Das ist nicht nur ein Turboantrieb, das ist, glaube ich, ein Plasmaantrieb. Ja? Schauen wir uns hier vielleicht an. Gucken wir mal. Hierhin bewegen. So, jetzt habe ich es perfekt aufliegen. Eingang ist klar. Sonst sehe ich aber tatsächlich keine Blöcke, die abweichen. Also es ist tatsächlich ein 1. Okay, ich schieb mal meine Schematik auch noch drüber. Also ihr seid bei Rouge's Eye jetzt gerade. Also nee, wir sind bei Beast. The Beast. Das soll ein UFO-Ei sein anscheinend. UFO-Ei. Ja, das ist ein UFO-Ei. Okay. Also siehst da unten eindeutig dampfter Antrieb noch? Der hat einen richtigen Krater hinterlassen hier unten, ne? So ein richtiger Krater. Das war PI. Ach, das hat er ja cool gelöst. Das ist schon fast ein kleines Easter Egg. Das ist zwar nur sein Baustofflager, aber... Oh, der hat noch richtig viel Stoffe hier eingelagert. Der hat richtig viel noch Anziehsachen und so eingelagert. Ich glaube, der wollte noch einiges machen. Ja gut, wollte, ja. Hilft aber nicht. Hier ist sogar ein Netherpot. Ja, da ist sein Lager dahinter. Das ist schon eine kreative Lösung, das zu verstecken. Auf diese Weise. Andere haben ihre Kisten einfach auf dem Platz stehen gehabt, ne? Ja, also gestaltungsmäßig, so mit der Lava. Treppe runter. Was hat er hier für Schilder? Aber leider Gottes
das Material nicht so, es ist halt ja, einfarbig, eintönig. Ah, hier gibt es eine richtige Storyline auch, verkehrte Welt. Die freundlichen Bewohner von CB15 wurden zu Pigments verzaubert. Die einzige Möglichkeit für sie ist es, die magischen Eier zu finden. Mit ihnen können die Zauber wieder rückgängig machen. Doch es ist ein Rennen gegen die Zeit. Ostern müssen sie alle Eier gefunden haben. Und wenn das schon nicht genug wäre, sie werden beim Start ihrer Rakete von einem bösen Ghast angegriffen. Der kann mit seiner magischen Farbe alles versteinern. Also ab ins Schiff und ladet die Pistolen. Frohe Ostern wünscht The Beast. Also es gibt tatsächlich eine Storyline. Das heißt, er hat sich Gedanken gemacht. Den kotzenden Gast finde ich übrigens cool. Der kotzende Gast ist super. Der kotzende Gast. Verdammt, wieso sehe ich das immer alles nicht, was ihr seht? Komm mal, Kopf. Weil du deine Render-Distance auf 0 hast. Der kotzende Gast. Er ist oben drüber. Da schwebt ein Gast drüber. Der kotzt das Ei an. Und der lässt sogar Farbe auf dem Ei. Ich hab die Wolken. Der guckt an. Sogar richtig krank. Ja, also tatsächlich gesehen ist das eine ganz coole Außengestaltung. Außengestaltung-Plot. Der kriegt dann eine ganz gute Bewertung sogar, weil das ist eigentlich ganz geil gemacht. Also mit dieser Farbe, die dann auch als Teppich über das Ei läuft. Ja, das ist richtig, richtig stark. Und die Beacons, die durchschießen, sollen das so eine Art Waffensysteme sein? Also schießen die quasi gerade mit Lasern auf den? Müssen wir mal gucken, wo die Beacons herkommen. Ja, ich geh mal reingucken. Ich bin gerade noch bei Außengestaltung Ei. Das ist tatsächlich, was gehört dazu, der Gast, ne? Das ist echt okay, schon geil. Die Beacons stehen hier unten im Rechenzentrum. Jetzt gehe ich erstmal rein. Ich muss erstmal The Beast in die Liste schreiben. Stehen die? Nee, doch. Was ist? The Beast. Hat er hier eine Etage? Hier gibt es noch eine Dings, eine Tür. Was ist dahinter? Also Vorlage hat gepasst. So. Okay, noch mal jetzt nichts Interessantes hinter. Dann geht so eine Treppe höher. Ach, da sind die ganzen Ostereier, wie sie alle die Ostereierkarten von uns benutzen. Ja. Wir starten gleich alle Citybuilds neu. Start 22.35 Uhr. Oh, super. Warum denn heute Abend, Leute? Okay, 8 Minuten haben wir noch. Ja, das ist sehr ärgerlich. Ja, da müssen wir auch kurz einen Cut ins Video machen. Ja, und die Fleiß ist extrem ärgerlich, ja. Ja gut, wenigstens geht da nur einer drauf. Ja. Und da ist dann Schluss, da haben sie tatsächlich noch Gefängniszellen und so gebaut. Ich glaube, er hat es alleine gebaut, komplett. Vorratskammer. So, InDesign-Ei. Mache ich auf jeden Fall das. Vorlage gehalten, war eine 1. Kreativität. Ich kann euch auch in die Kammern reinlassen, wenn ihr das wollt. Ich mache mal die Türen auf von den Kammern. Ja. Falls ihr da nochmal einen Blick reinwerfen wollt. Aber viel ist nicht zu sehen. Es sind Kisten drin und ein, zwei Bilderrahmen. Ach, hier oben hängen die ganzen verlorenen Eierkarten. Ah, das sind die verlorenen Eier. Die haben die schon eingesammelt. Und die Flugkapitäne stehen hier. Copilot Busch und Captain Rouge. Stehen hier am Steuerdresen und haben schon die ganzen Eier eingesammelt. Die hängen hier an der Wand und sie fliegen jetzt quasi los. Deswegen auch die Story unten mit. Deswegen auch die Story unten mit schnell nichts wie los und so weiter. Der Gast kommt. Sie sind alle Pigments. Also soll zwar ihr sein, aber es sind Pigments. Also Die wurden alle von. Und hier werden die Plasmakanonen gestartet. Das ist tatsächlich so. Hier, Plasmakanone links, Plasmakanone rechts. Das ist quasi das Waffensteuerpult. Das heißt, die schießen tatsächlich gerade oben auf den Gast. Ja, genau. Aha. Ich guck gerade, wo die Beacons herkommen. Die Vorratskammer sind auch nur Kisten drin. Ich habe euch die Tür mal offen gelassen.
Ein paar Öfen sind da. Schlafräume. Okay, viele Betten für eine Besatzung, die noch nicht an Bord ist. Die wollte er wahrscheinlich noch reinbauen, aber die ist halt noch nicht da. Tatsächlich gesehen, es ist ein schlüssiges Konzept. Er hat sich Gedanken gemacht. Es ist super schlüssig, es ist nur leider noch nicht fertig. Ich weiß auch, warum er nicht fertig wurde, aber das hilft halt nichts. Das können wir ja nicht bewerten, warum jemand nicht fertig wurde. Nein. Das ist leider so. Ja. Trotzdem möchte ich jeden ermutigen, der hier am Bauen war, die Dinger noch fertig zu stellen. Einfach um es abzuschließen, weil es einfach cool ist. Ich meine, das Osterdorf bleibt stehen. Also. Das ist zumindest der Plan, ja. Wird ja nicht abgerissen, warum sollte man es abreißen? Und es ist einfach ganz cool. Also ich habe ja angekündigt, wenn jemand seinen Plot unbedingt haben will, überschreibe ich es ihm auch. Wenn er das nicht haben will, also wenn alle das nicht haben wollen oder wenn keiner mittendrin ist, der es unbedingt haben will, dann werde ich die auch alle zusammen merchen. Und dann kann man das nochmal gestalterisch mit den Wegen ein bisschen klären und dann wird das auch eine richtig coole Nummer, ja. Ja. Dann kann man die Straßen auch wieder hinbauen, kann aber überall quasi Pseudo-Admin-Render dran machen oder so. Und, ja, das eine Ei können wir auch fertigstellen. Das eine Ei würden wir noch fertigstellen, ja. Bei welches halt verrutscht ist, ja. Ja, die anderen kann man noch gestalterisch, dann sind noch ein paar Plots außenrum frei, aber mein Gott. Damit kann ich erleben. Ja. Oder man hat irgendwann die Buße und baut nochmal welche. Ja. Oder es wird erweitert nächstes Jahr. Okay, ich habe meine Note für das Ei. Ich auch. Ich auch, tatsächlich der dritte, der auf gleicher Ebene schwimmt. Echt? Ich habe echt welche, die gleich sind, ja. Ich habe noch keinen einzigen, der wirklich exakt gleich ist. Die sind alle minimal unterschiedlich, wenn. Ich kann es bei mir ja nicht sehen, weil ich ja kein Excel habe, sondern nur in der Textdatei. Okay, also ich sehe es tatsächlich. Ich check noch schon. Das nächste Ei wäre dann wieder das rechte Steinei daneben. Genau, dieses Steinmix-Ei, genau. Ich mal schnell noch die Schema, das schaffen wir, glaube ich, noch. Schema hier hinbewegen. Oh, willst du mich echt verarschen? Ich habe meine Schema drauf. Sieht gut aus. Sieht auf den ersten Blick gut aus, ja. Hier hinbewegen. Was? Du willst mich verarschen? Warum wechselst du immer? Schema hier hinbewegen. Haben wir es jetzt? Also Schema scheint zu passen. Thema scheint zu passen. 100%. Ja, ich sehe es auch gerade. Ja, tatsächlich. So, dann machen wir Schema Hide. So, von der Plotgestaltung, wir haben hier Wasser mit Seerosen, so ein bisschen Cobweb und Meisel, oder was ist das hier? Ja. Nein, Cobweb hört sich so falsch an. Potsoul ist das. Potsoul, okay. Aber sonst auch nicht viel. Also am Himmel ist nichts weiter, im Boden ist nichts weiter. Der Osterhase hat mal richtig rausgeschenkt. Hat er mir ein Haus eingerichtet. Ist es schon mit einem Thron? Mit meinem Thron, okay. Ah, okay. Ein großer Kohlethron im Haus drin, okay. Das hier ist ein seltsames Objekt. Ein großer Schlüssel oder vielleicht eine Art Rüssel. Ich weiß es nicht. Und jetzt höre ich auf mit diesem Gedicht. Das ist das Objekt, eine große Schlüssel oder vielleicht eine Art Rüssel. Ich weiß nicht, jetzt höre ich auf mit diesem Gedicht. Ja, das ist gut. Okay, ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Es ist aber ganz schön. Was ich jetzt bei dem Ei vermisse, ist, abgesehen davon, dass es ein Ei ist, der gesamte Osterkontext. Also klar, er hat unten hingeschrieben, der Osterhase hat voll reingegönnt und hat ihm den Thron dahingesetzt, aber... Ah, dieser Kohlethron hier im Haus. Ja, aber, also korrigiert mich, wenn ihr Ostern seht, dann sagt's mir, aber... Nee, also tatsächlich Außengestaltung, Material, das ist so, ja, so das. Ich erkenne hier auch nicht so ganz ein Konzept. Ein Konzept erkenne ich auch nicht. Ich sehe auch keinen großen Aufwand, leider. Also, ich glaube, Ryloxi ist das, ne? Ja. Ryloxi nicht traurig sein oder böse sein, wenn wir jetzt hier das so abwerten, aber... Das weißt du selbst, ne? Ich freue mich trotzdem, dass du mitgemacht hast, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der erste Platz wird's nicht. Nein, Außengestaltung Klotsch ist tatsächlich gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, ja,
Ja, also Start ist okay. Also so wie es von außen fängt es relativ gut an, abgesehen vom Materialmix vielleicht. Aber innen baut es halt ziemlich schnell ab. Außengestaltung, ei, das ist halt auch nur eine Lösch, leider. Okay, Server fährt herunter. Das haben wir noch geschafft. Also ich habe es Einer nach dem anderen Ja, ich habe meine Bewertung auch für das Ei. Danach kann ich auch wieder mit dem Hauptaccount. Oh, vielleicht schaffe ich noch den Server zu verlassen. Mit dem Account. Ich bin noch drauf. Also ich fliege immer als Letzter mit meinem 12er Ping. Ah, jetzt bin ich auch raus. Habe es noch geschafft, im Portalraum zu gehen. So, jetzt gehe ich. Damit du nicht zu oft angemeldet bist, nicht schon. Server ist derzeit noch am Neustart. Okay, die starten ja alle neu, logisch. Ja. Wir warten einfach mal 2 Minuten und dann. Genau. Naja, bis er wieder, bis die neu starten und hochfahren, dauert es doch meistens so 10 Minuten, oder? Nee, das geht Nein. schneller. Das geht nur mittags, abends um 4 machen die da auch die Backups. Deshalb dauert das so lange. Genau, jetzt geht es relativ schnell. Das Problem ist halt, du kommst nicht so schnell wieder rein. Das dauert normalerweise 3 bis 5 Minuten, je nach Server, was sie sich gemietet haben, was sie sich gegönnt haben. Der Geschwindigkeit her. Müsste Puh. mit dem auch wieder drauf kommen, aber es geht noch nicht, oder? Okay, ich Ja. habe meine Bewertung für das Ei vorgenommen. Oh, ich bin drauf, ich bin drauf. Auf dem Server bin ich schon. Also in den Ich bin Lobbys auch im bin ich. Portal, ja. Die Ja, Frage ist, aber wenn wir jetzt. jetzt zu schnell reingehen, kriegen wir dann eine Sperre oder nicht? Nee, es heißt nur Could not connect, Default Ja, dann warte ich noch einen Server. kleinen Moment. Ja, ich warte auch. Ich bin dran. Busch, ich arbeite ja fleißig dran, ne? An deiner Sache. Ich habe dich gerade nicht verstanden, weil du so einen leichten Lag hattest. Uff, okay. An deiner Sache arbeite ich ja dran, ne? Oh, cool. Also man kann es eigentlich mittlerweile weniger, also vor allem den Teil meine Sache nennen als deine Sache. Ah, ich habe es richtig interpretiert. Ich habe gerade eine Nachricht gesehen, die mir Beast geschickt hat. Der sagte, hoffentlich läuft Redstone. Meine Plasmakanone schießt oben aus dem Ei auf den Gerst. Man kann Ich also habe. scheinbar mit den Hebeln bei den Plasmakanonen links, rechts auch noch die Plasmakanonen außen einschalten, wie es scheint. Nein, kann man nicht, Und leider. Ich habe es gleich. warum sagt er dann, hoffentlich läuft Redstone? Ja, weil der Naja. erste Glock dran. Der Trichterglock. Ach, da hängt eine Genau, Glock oben, dran. da haben sie ja unterschiedlich geschossen, mal rechts, mal links, mal rechts, mal Ah, links. das habe ich nicht gesehen. Für mich waren die immer an beide. Nee, das ist eine Trichterglock dran. Ja, okay, dann ist ja alles entspannt. Für dich waren beide immer an. Ja, für mich waren beide immer an Alle vier? tatsächlich. Alle vier Beacons waren immer Nein, an. zwei. Dann gibt's Ja, vier. auf jeder Seite sind zwei. Ach Und die so. wechseln sich ab. Ich habe immer nur zwei Genau. leuchten sehen, ne? Okay. Also wie gesagt, ganz nettes Gimmick. Ja. 12 Sekunden. Wie cool, hier ist einer, der heißt Swiss Cheese, also Schweizer Käse. Und er hat auch genauso einen Skin. Den habe ich auch schon mal gesehen, ja. So ein ganz UFC-Swiss-Cheese. gelber, löchriger Käseskin, ne? Ja. Die TV16 ist wieder da. Dann versuchen wir es nochmal mit 15. Ich bin jetzt 15 läuft gerade. ja immerhin auf nagelneuer Hardware. 15 ist eigentlich noch ein altes Server, oder nicht? Ah, Nein, das ist nee, einer der von den ist ja abgebrannten. abgebrannt. Ah, Und cool. Abge hat nicht neue Hardware gemietet, sondern Abge hat investiert und hat neue Server gekauft und die stehen jetzt in Polen. Ja, wobei man sich dann fragt, investieren Sie dann darin, diese Server auch zu aktualisieren mit neuerer Hardware, Das wenn Sie weiß eine ich nicht, aber Hardware sie haben? sind wohl leistungsfähiger als die, die vorher gemietet waren. Ja. Ja. Hat er sie gekauft, wirklich? Ja, Gekauft? Die eigene. gekauft. Okay, also er hat jetzt eigene. Ja. Ja. Er hat irgendwie 25.000 € in die Hand genommen und hat die Server gekauft. Ja gut, normalerweise haben die Server in der Miete kosten die ja schon 15.000 alle zusammen. Ja, Das ja, konnte ja, man auch ja. in die Hand nehmen. Da spart man sich ja sogar noch Geld. Eben. Ja gut, aber Kühlung und Strom und etc., das muss er halt jetzt zahlen, ne? Ja, aber das ist ja, mal ganz ehrlich, das ist ja weniger, als Naja, wenn du jetzt.
Naja, er zahlt nicht Kühlung, Miete und Kühlung und Strom und so weiter, sondern er zahlt ja letztlich den Cage, den er in dem Rechenzentrum mietet. Das steht ja trotzdem noch in dem Rechenzentrum. Und da Ach zahlt er so. seine Miete für den Cage und alles andere ist ja Infrastruktur vom RZ. Okay. Das wird ja umgelegt. Auf der Cage, den da berechnet wird, da sind ja alles drin. Genau. Meist. Oh, es dauert immer noch, man kommt immer nicht rein. Ich probiere es auch. Auf 16 kommt man, aber auf. Ich stehe die ganze Zeit im 15er und drehe mich munter hin und her. Oh, jetzt habe ich irgendwas weggemacht, eine Note. Was hatte ich denn? Wir hatten vorhin die Außendesign. Steuerung Außen. Z. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eier hinter uns. Kommt nicht mehr viel. Noch drei Stück. Drei Stück. Dann werden wir auch genauso ungefähr 10 Minuten pro Ei. Na? 9 Eier haben wir schon und ich dachte, es wären 13. 12. 12 haben wir vorhin gezählt. Okay, Oh, das ist gut, ich habe mein eigenes mitgezählt. ja, genau. Also an sich ist es ja schon krass, dass 12 Leute mitgemacht haben. Ja, finde ich auch gut. Finde ich echt gut. Ich meine, ich habe jetzt keine Riesen-Community, ne, wie manch andere, wo potenziell noch viel mehr mit teilnehmen. Und für die Leute, die bei mir regelmäßig zu Gast sind, finde ich 12 schon eine gute Zahl. Ich hatte am Anfang Angst, es wird weniger. Bin drauf. Ich lasse übrigens die Aufnahme die ganze Zeit laufen, ne? Also unser ganzes Gefasel ist da drin. Ja. Ja, natürlich ist Fly jetzt aus. Ja, das ist mies. Kann ich nicht noch Booster machen? Ich warte, jetzt komme ich erstmal drauf, gucken. Und vielleicht kriege ich einen Free Fly. Ah, Griefer Boost. Ja, ich muss mal gucken, ob ich das auch. Nee, kann ich erst am 3.4. wieder. Du hast einen Griefer Boost erhalten, dann muss ich auch schnell Free Kiste machen. Kann Free Kiste, dann habe ich es nämlich auch. Cooldown. Schematiker wieder reinladen. Okay, das habe ich alles. Jetzt gucken wir mal, was ich. Booster da habe. Was habe ich denn? Eigene Booster. Alles außer Fly. Shit. Ist bei mir ähnlich. Nee, stimmt nicht. Ich habe noch einen einzigen Booster, glaube ich. Slash Booster. Ich Was habe habe ich zwei denn noch? Drop, Ich habe einen XP-Booster habe ich noch. Also die das, habe ich was, gezeigt. das, was kein Mensch Wow. gebrauchen kann. Ich habe aber doppelte XP, also von daher. Machen wir XP auf 5. Alle zusammen. Das hebe ich mir mal auf, wenn ich Werkzeug craften muss. Mit doppelter XP muss das End abgehen, glaube ich. Ja, das ist keine schlechte Idee. Der Booster doppelte XP nicht so toll ist wie Ich gedacht. frag mal nach Fly. Ja. Ja, Booster. Dorf. Oh, Hummel hat mir $100 gegeben. Gleich zu dem kotzenden Drachen hier. Ich glaube, das ist ein Drache, der kotzt. Boah, das ist ja wieder, das wird auch wieder so ein High-End-Ding. Sehe ich jetzt schon kommen. Das wird wieder ein gutes, richtig gutes Ei. Ein bisschen hoch versetzt. Einen hoch, wie es aussieht, ja. Ei hoch, okay. Busch brennt ein bisschen. Einen hoch und einen zur Seite versetzt. Das sieht so, ach, das ist versetzt. Einen zur Seite. Zur Seite, dann wäre es aber nicht komplett. Ich versuche gerade rauszufinden, was da anders ist an dem Ei. Das sitzt höher. Das sitzt höher. Ei höher, ja, das ist klar. Und einen zur Seite, tatsächlich. Und es Ernsthaft? ist komplett. Ja. Das kann nicht komplett sein, wenn es eins zur Seite sitzt. Das ist nicht möglich. Ich weiß nicht, wie das gemacht. Also, ah, ich hatte wieder den Plot dran. Nee, ich hab's richtig, ich hatte es falsch sitzen. Okay. Nee, Bei sitzt. welchem sind wir jetzt? Jetzt bin ich auch. Da. Phantom. Oh, also Das genau. sieht aus wie. Dr. Auch nee, Dr. doch. Gamer Tomato meinte ich, nicht Phantom. Dr. Gamer Tomato. Und das Ei sieht aus wie. Clay, Keramik.
Da, wo du eben gebrannt hast, mein Freund. Oh, also da, wo ich gerade war. Das war, also das ist schon wieder ein Favoriten-Ei tatsächlich. Sieht schon jetzt sehr nice aus. Ja, aber Von kein der Fly Un ist mies. Ich will's. Ah, Mann. Hat denn keiner Fly auf diesem City Build, ey? Nochmal. Ah, ich darf die gleiche Nachricht nicht nochmal. Danke für gratis Sehr Fly. schön. Das Fly, okay, ich will auch gerade tippen. Perfekt. Okay, Eiform tatsächlich eingehalten. Hier oben ist eine fliegende. Was weiß ich? Ach, das ist. Ist das das Feuer vom Drachen? Nee. Das ist irgend so eine Feuerballwolke-Ding. Säure, weil anscheinend es muss ein Säuregewitter oder sowas sein, weil oben das Ei wird Ah, Redstone-mäßig ja. Stimmt, das schlägt da ein. es wird so verätzt oder so, also Irgendwie so in der Art, ja. Und der Kopf von dem Drachen ist schon krass. Der ist mächtig, aber sieht gut aus. dieser Drache schlüpft. Oh. Der schlüpft, aber er hat schon die Vorgabe gehalten, dass das Ei nicht geöffnet werden darf. Da guckt nur der Kopf raus. Das ist okay. Und der Kopf rausguckt, ist halt Plot, ne? Das ist nicht Ei, das ist Plot. Tatsächlich gesehen ist der Mix jetzt in zwei Materialien ist in Also, Ordnung. ein Block fehlt. Unterm Kopf, direkt rechts am Kopf fehlt ein Block. Echt? Ja. Echt? Ciao, ein Block fehlt. Ja, Scheiße. Abzug in der B-Note. Das heißt, er kriegt von mir dieselbe Note wie die anderen, bei denen auch ein Block Ja. fehlt. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Der macht, glaube ich, einiges weg, weil die Außengestaltung alleine, Also er hat, Außengestaltung 3, also Außengestaltung Plot. dieser Graben hier ist schon krass. Und vor allen Dingen, es gibt einen durchgehenden Weg bis unten. Echt? Mit, ja, Achtung, Todesweg, dreh sofort um, Achtung, Warnschild, und du kannst hier komplett runterlaufen. Bis nach unten. Und hier Alter, sind der hat überall das Schilder komplett. noch. Es war Nee. die richtige Wahl, dem Weg zu folgen, denn ein Secret wartet bereits auf dich. Ein Osterlamm eingesperrt. Och nein, wie Funktioniert nur in der 189 und wenn Fly an ist. Funktioniert nicht immer lagabhängig. Ich weiß nicht, was er meint, aber. Irgendeine Funktion scheint es zu geben. Ich habe aber die 1.12 an. Ach, hier! Ja. Aber das hat bei Ja. mir auch gerade funktioniert. Fly ist ja an. Und was war da jetzt? Ah, kannst du mir mal Add geben, bitte? Genau, das ist das Problem mit den mit diesen Schleimblöcken. Die funktionieren leider nur dann, dass sie den Spieler katapultieren, wenn Fly an ist. Ah, das Katapultieren. Gibt hier irgendwo einen Ja. Faden? Man, ach so, man Ach, muss hier guck mal, und drauf. das schiebt dich dann da oben auch noch seitlich weg. Ah, stell dich mal drauf und jetzt. Na, muss ich springen? Warte mal, lass Nee, mal. einfach nur, du musst einfach nur stehen, nicht sneaken, nicht sonst was. Nein. Hey, nee. Aber Alien spielt nicht in 189, oder? Nee, ich spiele nicht in der 189. Genau, In geh der du mal 189. drauf, Busch. Ah, okay. Bist du in der 189? Ja. Ah, nein, das ist versetzt. Er hat sich Das, ja, nein, der hat sich vertan. nicht vertan. Der geht davon aus, dass man hier drüber läuft und dann im Timing hochgeschleudert wird und deswegen ein bisschen nach vorne fliegt. Wo wird denn das Ah, okay. ausgelöst? Ach, die Druckplatte Verstehe. ist Also, da. okay. Ich laufe jetzt ohne Yeezys hier jetzt einfach mal lang. Nee, Nee, mit mit Yeezys muss ich. Yeezys, aber er sagt ja auch, es ist lagabhängig, ne? Ja, jetzt. Ui. Und wo landest du dann? Auf der Brücke, das ist ungünstig. Ja, ich Damit habe mich leicht bleibe nach vorne bewegt, ansonsten wäre ich unten gelandet. Ja, aber er hat ja auch gesagt, wenn Fly an ist, ne? Also, ist ein schönes Ja, Gimmick. wenn Fly an ist, es geht nur dann, wenn Fly an ist, weil sonst funktionieren die Ja, Slime-Blöcke nicht. genau. Deswegen, ja. Ich finde aber, das ist ein schönes Gimmick. Also tatsächlich gesehen, Oha, ja doch, ich lande genau auf der Brücke. Und zwar genau auf der Brücke. Das Eimaterial war jetzt ja nicht so, ist, ich sag mal, so vielfältig. Außengestaltung, Ei.
Das Ei selbst war nicht so vielfältig, nee, aber die Außengestaltung vom Plot ist dafür umso aufwendiger. Außengestaltung, Plot, ja. Das spielt, glaube ich, ganz hoch in der Liga mit. Das gefällt mir sogar tatsächlich ein Das bisschen Hasi besser. ist cool. Das hier ist so ein Lava-Wasserfall, der von oben runterkommt. Ein Hase, was das ist? Das ist ein Osterlamm. Das hat sogar hier ein Ah, Schlüssel ja! am Ohr. Das Osterlamm eingesperrt. Kann ich das befreien hier mit den Knöpfen? Habe ich auch versucht schon. Armes Lamm. Also Das ist ein Osterlamm. dieser Krater ist cool, dieser Weg auch mit seinen Brücken und verschlungenen Dingern. Diese Jump-Boost-Falle da finde ich stark, auch wenn sie tödlich ist. Also tatsächlich gesehen, wurde hier sehr viel ins Außendesign gesteckt. Ich bin jetzt gespannt, was im Innendesign drin ist. Das Ja. Problem ist auch, Ostern finde ich halt, oh, ich habe kein Fire-Resistance und ich brenne. Gibt es hier irgendwo Oh, Wasser das dafür? ist schlecht. Wasser ist nebenan. Das Ja, Blatt ich nebenan. weiß. Das ist tatsächlich gesehen, vom Außenplot ist das, oh, schwer zu Bitte toppen, wie das. lesen. Beste Version für das Plot ist die 189. Gut, ich werde jetzt nicht umstellen. Bitte lesen. Mit Fly und P-Time 7500 ist es am besten. Add Rouge, bitte Buttons freigeben. Danke. Na gut, ich habe euch jetzt geaddet, ne? Dann braucht ihr keine Ah, Buttonfreigabe. 7500 ist halt Nacht. Okay. Oh, innen ist ein ganz anderes Bild. Öh, Uiuiui. das ist ja Winter hier drin. Uiuiuiui, verdrehte Welt. Winter und hier geht's einen Schlangenweg nach oben. Ach nein, Ja. das ist der Drache, der ist gar kein Drache, der ist eine Schlange. Das ist eine Schlange und das ist die Ich Schlange. suche den Eingang noch immer. Ach, ich habe ihn. Das ist ein Schlangenei. Eule. Also auch das Innendesign, es wurde designt. Das ist Es ist toll. nicht viel drin, aber was drin ist, sieht gut aus. Innengestaltung. Tatsächlich kriegt er von mir die Note. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, also es ist kein Winter wirklich hier drin. Das hier drin ist Eiweiß, Eigelb, Ja, ja, Eigrün ja, und wahrscheinlich ist wieder das so. Eiweiß, ja. Ei klar. Eiklar. Also tatsächlich gefällt mir bis jetzt richtig gut das Also es ist Design. auch recht aufwendig. Die Grabengestaltung und so ist halt echt aufwendig, ne? Und ist tatsächlich, muss man sagen, eins. Das Konzept ist schlüssig, würde ich auch sagen. Kreativität ist auch gut. Konzept gibt es natürlich noch ein bisschen bessere Konzepte, aber es ist ein gutes Konzept, ja. Die Kreativität ist auch. Boah, wow, okay. Uiuiuiui, da gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf jeden Fall. Wuff, 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 wuff. Außengestaltung Plot. Ja, okay. Außengestaltung Ei. Ausgefallenes Material. Okay, spannend. Sehr spannend. Es ist tatsächlich interessant. Mein Ergebnis ist interessant. Ja. Es ist auch sehr, 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 sehr knapp bei mir bis jetzt. Bei den ersten Kopf-an-Kopf-Rennen. Also Okay. ich hab zwei, die dicht beieinander liegen für die ersten Plätze bisher. Das trennt Ich so auch. müde. Tatsächlich. So. Wie gesagt, nachher beim Durchfliegen könnte sich nochmal einiges So, ändern. dann kommt jetzt eigentlich nur noch das Just Sonic Plot. Okay. Das Drachenei. Erst Ach, das Drachenei, das Drachenei, Schwarze. Drachenei. Ach, das hatten wir auch noch nicht, ja. Erst das Drachenei und dann Just Evil und dann sind wir durch. Mal Alles eben klar. Schematik wieder hinlegen. Hier Also hinbewegen. ich sehe beim Drachenei keinen Fehler. Ja, meine Schematik wandert gerade Doch, noch. sehe ich einen hier. Ein Block. Oben ist ein Fehler. Achtung, Bursch, ein Ein rollendes Ei kommt auf dich zu. Ah, das ist auch wieder höhenversetzt. Nach unten wieder. Selbst nach unten? Nö, bei mir passt es exakt. Achso, Nö, bei mir passt auch Nein, perfekt. nein, im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Ah, ja, Ich sehe natürlich. einen fehlenden Block. Ich sehe zwei fehlende Blöcke jetzt schon. Auch eine auf halber Zwei Höhe. fehlende Blöcke, ja. Es ist tatsächlich bei mir auch wieder eine Raster. Okay.
Bei wem gehört denn das Plot überhaupt? Das ist Phantom. Da ist ein Block zu viel. Also er hat zwei Blöcke zu wenig und ein Block zu viel, soweit ich das sehen kann. Für mich ist das eine 2. Das ist in meiner Wertung so. Phantom 84-. Okay, äußere Materialgestaltung. Also das Drachenei an sich finde ich schön. Es ist nicht mega aufwendig, aber es ist schön. Es ist schön, aber es kriegt leider für den Mix auch nur die Note, weil die anderen ja auch. Also die Gewichte vom Ei ist halt so. Ich habe zur Note ja auch nichts gesagt. Ich finde es spannend, dass er mit Kohleblöcken gearbeitet hat, weil das da damit hat niemand sonst gearbeitet. Für das Ei. Ja, das ist ein Ei, aber tatsächlich hätte man beim Drachenei, du hättest natürlich, wenn ich jetzt einen Bautipp geben würde, hätte ich gesagt, bau das Drachenei und bitte, diesen. Liebe Jury, bitte erst das Easter Egg finden und danach bewerten, danke. Okay, nee, ich meine, beim Drachenei hättest du zum Beispiel lila Glas drum hüllen können, dann hätte das noch diesen leicht lilanen Touch gehabt, weißt du? Was ein Drachenei normalerweise hat, so lila-schwarz, das wäre halt cool gewesen. Ja. Ach, guck mal, unsere Köpfe, Busch. Ich sehe auch ein Osterhasi drin, unsere Köpfe sind in die Eierwände verarbeitet. Ja, Rusch, ich habe hier einen Block aufgesammelt. Ja, behalt doch. Ja, aber Busch, den hast du aufgebaut. Okay. Ja, das war doch Eingangssperre nur. Ah, okay. Oh, okay, also Innengestaltung Ei ist zwar hübsch, aber ist halt nicht viel drin, ne? Der Hase hat wirklich eine Möhre. Es hat eine Möhre auf der Möhre. Es gibt ein Easter Egg und ich weiß nicht. Boah, der Hase hat Totenkopfpupillen. Totenkopfpupillen? Das ist kreativ mit der Totenkopfpupille. Ehrlich gesehen muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das Easter Egg jetzt so einfach ist. Hier ist Redstone-Technik eingebaut. Echt? Redstone-Technik? Mehrere Räume? Unterm Plot sind mehrere Räume. Also auch so ein Rätselei? Ein Rätselei, sehr wahrscheinlich. Es ja, gibt dann. Und es müsste mehr sein als. Dann geht es. Es geht noch tiefer, es geht bis ganz unten. Oh, Rouge, kannst du uns dann mal wieder Ad geben? Hier sind alle Flex gesetzt, die man braucht, angeblich. Nein. Ah, toll. Dann ja. Ich weiß gar nicht, wie ihr da runtergekommen seid. Wie seid ihr da runtergekommen? Vor dem Hasen geht's Wasser runter. Nein, nicht mehr. Das ist zu? Doch, nee, ist offen. Ah, okay. Nee, doch, da ist offen. Ah, da, ja. Ja, ich hab's gerade nicht wahrgenommen. Achso, doch, das ist offen. Ich hab gefunden, wie es weitergeht. Ja? Aber ja. Wir können ja mal gucken, wie weit man schnell Achtung, kommt. Achtung, Lebensgefahr, wie heißt das? Erste Video, das Rouge hochgeladen. Ah, okay, es sind immer dann zwei Fragen. Ich hab's auch gefunden. Eines rechts. Ich würde sagen, das wäre wieder was für ein Spiel, ne? Schrein 80 auf Block Warms. Was hat los daraus vor? Ja. Ah, okay, ich verstehe. Ah, okay. Das kenne ich hier. Den Raum kenne ich. Ah, ich wusste. Wo seid ihr denn? Da ist ein. Du siehst du, wo ich jetzt gerade stehe? Da, hinter einer Wand. Ah. Und da ist ein Knopf. Ich kann ihn nicht benutzen. Okay. Alien hat kein Ad. Ich komme. Achso, du kommst. Du kannst ihn nicht sehen wegen. Egal, warte. Du kannst ihn nicht sehen wegen der. Wand. Oder so. Okay, TP. So. Zack, okay, jetzt, genau. Jetzt hast du auch Ad. Der Raum, okay. Synonym perfekt. Für ebenbürtig. Biom des Nethers.
Disney-Filmhaus mit Luftballon, AfD und FPÖ. Ja, FPÖ und AfD sind wahrscheinlich ebenbürtig, beides rechte Parteien. Nein, wir halten die Politik hier natürlich raus. Also die Frage ist, wollte es jetzt durchspielen? Nee, ich wollte nur mal gucken. Ich wollte jetzt nur mal schauen, wie weit wir kommen, ohne groß was zu machen. Da kann man ja bei Kilo Alpha auch. Ja. Okay, ja, wir kommen aber nicht wieder raus. Okay, slash P Middle. Ja, P Middle. Also, Innenstand ist gut. Auch bei dir, Phantom. Wir werden jetzt bewerten, auch wenn wir das Secret noch nicht gesehen haben. Du wirst auch ein eigenes Video für dein Ei bekommen. Und wenn du die meisten Likes für dieses Ei-Video bekommst im Verhältnis zu den anderen Videos, dann kannst du hier auch nochmal richtig fett was abstauben am Ende. Du bist aber jetzt trotzdem in dem Wettbewerb auch mit dabei, auch wenn wir nicht alles gesehen haben. So, dann bewerten wir die Chose mal hier. Wuppa, Fly ist aus. Außengestaltung, Plot, Innengestaltung. Ach, ich bin ein Dödel. Slash Perk, ich muss mal meine Laufgeschwindigkeit wieder erhöhen, so. Die Vorlage gehalten war... Das hat bis auf Kleinigkeiten... Ja. Kreativität, ja, okay. Schlüssiges Konzept. Boah. Schwierig. Ja, es ist ein Drachenei, aber es ist kein Drache drin, ne? Aufwand. Boah, leck mir am Arsch. Wieso ist denn der Busch hier Helfer? Weil du mich geedit hast gerade. Ach so, Busch. Ja, stimmt. Der Super Alien ist ja auch Helfer. Oh. Phantom 84 unterstrich. So. Also, das ist das. Das gibt eine das. Das gibt eine... Ja, das gibt schon eine bessere Note, weil da kommt noch einiges am Rätselweg. Das lasse ich auch so. Das kriegt eine... Leichter Dings. Außen muss ich gleich nochmal kurz gucken. Außen, da gehört also jetzt der Keller, diese Rätsel und alles mit dazu, ne? So. Nee, ja, genau. Keller und alles, was unter dem Ei, über dem Ei oder sonst um das Ei ist. Okay. Ja. Außen, so, muss ich jetzt noch einmal kurz gucken. Da kommt ja unten das mit reingerechnet und so weiter. Okay. Alles klar, ich habe meine Note. Ich habe meinen auch. Es ist jetzt brauchen wir nur ein letztes Mal Fly, damit wir auch fairerweise Sonics Ei mit Fly bewerten können, sonst wär's doof. Ich arbeite dran. Ach ja, ich sehe es schon. Warte, wir gehen mal hoch auf das da. Das wird ein Video, das meine gesamte Statistik zerstört, weil kein Mensch das 2 Stunden durchgucken wird. Die werden scrollen zu ihren Eiern, die meisten. Oh ja, da. It's music. Okay. Music, that's what I'm living for. Oder so ähnlich hat doch der DJ Popo mal gesungen. Wenn man das Singen nennen mag. So. Okay. Achso, außen. Jetzt wollte ich mal mein letzter Fly. Wir brauchen Gott sei Dank kein Fly mehr danach. Mal schnell gucken, ob das Ei passt. Da bin ich auch gerade gespannt. Shit. Hierhin bewegen. Okay, ich hab's an die richtige Stelle. Hier ist ein Block zu viel, 2 Blöcke zu viel. Also ich glaube, hier sind einige Blöcke zu viel, und zwar das Glas, welches er als Zierelemente noch mit außen rum getan hat. Ja, ist die Frage, wie man das wertet, ne? Hier also oben drauf sind. Sieht aus wie ein Eierhalter ein bisschen. Hier oben drauf sind sogar nochmal 8 Blöcke zu viel.
Eigentlich richtig platziert. Ich so, jetzt habe ich es richtig. Acht Blöcke zu viel. Ganz oben drauf. Glas ist tatsächlich immer zu viel, ne? Oh, ja. Weil das Glas, also das Glas hat er wohl noch. Das Glas zählt ja als Ei-Gestaltungselement, ne? Ja, aber das ist das Ei-Schema. Also tatsächlich gesehen, ich würde jetzt schon auch einen kleinen Abzug machen, aber tatsächlich gesehen ist das ja so ein Aufbau drauf. Ja, ja. Genau, ich denke, das ist das, halt wirklich das, einfach Zierelemente. Das Eigerüst an sich passt ja. Na, bis auf zwei Blöcke, die zu viel sind. Also bis auf 10 Blöcke, die zu viel sind. Die oben drauf meinst du? Da oben sind 8 und an der Seite sind auch noch 2 zu viel. Hier. Wo denn? Hier ist einer zu viel. Ah ja, da bin ich. Oder zu wenig. Nee, zu viel, glaube ich. Ja, und einer. Hier ist auch noch einer. Das ist Sonic. Yeah. Ja, also für die... Ja gut, das sind tatsächlich dann 10 zu viel, ja. Mich ist dann das bei außen, dann wäre das für mich die Note. Okay. Okay, passt. So, jetzt könnt ihr oben reinspringen. Oh, und dann sind wir am Start eines Rätseleis. Oben und, reinspringen. Ja, ja, also entweder machst du P-Mittel oder oben in die Mitte der Biene reinspringen. Ach, es geht in der Biene los. Okay. Ja, genau. Ich gucke jetzt aber mir nur, ich will gar nicht so viel vom Rätsel wissen, weil das. Oh, okay. Am besten spielt nur Rouge und die Jury guckt zu, da es sonst ein Durcheinander gäbe. Das scheint alles friedlich, doch du weißt nicht, was sich sonst noch in deiner Umgebung befindet. Sei vorsichtig, du kannst auf dem Weg sterben. Viel Glück. Nee, wir machen das. Richterknöpfe, Schilder. Also, wenn wir das Ei spielen, machen wir das unter gleichen Bedingungen. Da gehen alle Juroren mit rein, weil auch alle Juroren entscheiden müssen. Weiterer Tipp: Auf dem Weg dahin kannst du was finden. Verboten Perks, Fly, erlaubt Chestinhalt. Ja, also ich. Wir gucken uns jetzt den ersten Raum wieder an, ohne was zu spielen, weil das wäre ja wieder, wie gesagt, ein separates Spiel. Genau. Also, man sieht hier auf jeden Fall schon. Also durch das Glas konnte man schon sehen, da gibt es alle möglichen Deckendropper, die irgendeinen Scheiß runterwerfen, da hängen Bilder an den Wänden. Gut, Rouge, dass du den Water Breathing hast. Es geht schon direkt los mit dem Rätsel, also man kommt hier gar nicht groß weit. Ich sterb ja gleich, okay. Bist gestorben? Ich bin gestorben im Ei. Also ernsthaft? Bei der Lava bist du gestorben? Ja. Das ist ja auch ein bisschen extrem, das sind 2 Schichten Lava, durch die man fällt. Ich bin dann aber, ja, gestorben. Du hattest aber nichts im Inf, ne? Ich sehe hier unten nichts. Ich hatte vielleicht eine Pike, eine billige und ein Yeezys halt, mein okay, Gott. Okay, habe ich aber nicht gesehen. Ja. Ja, aber hier, das geht schon direkt los mit dem Rätsel, ne? Hier dieses Wasser. Ja, okay, hier muss man, krass, das ist ja richtig unter Wasser, ein richtiges Glaslabyrinth, richtig langes. Ja, also ich gehe wieder zu P-Mittel, ansonsten... Hier ist ein Golden Apple. Okay, ja, nee, ich gehe jetzt auch nicht mehr weiter. Also Sonic, auch dein Ei. Das wird dir zwar nicht gefallen, wie ich dich kenne, aber wir werden das jetzt anhand dessen, was wir bis jetzt gesehen haben, bewerten und werden... Hier in der Glasröhre nach unten sieht man einige... Ja, da sieht man einige Sachen in der Glasröhre. Also wenn man da runterfliegt, dann sieht man, da kommt einiges auf einen zu. Hier ist so ein Einhorn hier oben und eine Blume. Bin ich gestorben durch die Lava? 1, 2, ey, okay. Ich bin gestorben, ihr nicht. Okay. Und da sind so Todesfallen mit Trapwires. Okay, ich bin schon wieder gestorben, aber das lag um was anderem. Okay. An sich, ganz hier gut. Hier ist ein Loch im Glas. Ja, ich glaube, das ist nicht so geplant. Ich kann hier durch. Aber hier gibt's nichts weiter. Doch, ein Schild. Peter? Die Enderperlen brauchst du nicht. Ah ja. Okay. Also tatsächlich gesehen, das Ei gestaltungstechnisch außen. Material, das ist schon kreativ. Das ist schon echt kreativ, ja. Man merkt den Hang zu Busch. Es geht tatsächlich darum, dass, wenn ich alle sehe, ist dass das von der Außengestaltung des Eis das interessanteste Material gewählt, finde ich tatsächlich. Das interessanteste Material würde ich so bestätigen, ja. Das interessanteste Außengestaltung ist tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gut. Also was mir gut gefällt, sind die Bäumchen und diese Glasstäbe auch auf dem Boden überall. Die finde ich interessant. Das hätte ich so nicht gemacht, aber ich finde, das sieht gut aus.
An er sich hat auch und ein paar Köpfe auch gesetzt. Was man wissen muss, was wir jetzt aber nicht in die Bewertung einfließen lassen können, Bush hatte hier eigentlich mal einen Spawner gesetzt und den hat er verloren beim Server-Crash. Sonic hatte hier einen Spawner gesetzt und den hat er verloren beim Server-Crash. Oh. Ja, das war ein echt bitterer Einschnitt. Boah, das ist krass. Ja, einen Tag zurückgesetzt, gesetzt, danach crasht der Server-Spawner weg. Ja, das ist echt mies. Und da sie auch gesagt haben, einige haben profitiert, andere haben verloren, wir werden nichts erstatten. Ja. Nee, geht ja auch gar nicht. Ja. Willst du das denn nachvollziehen? Ja gut, in dem Fall hätte man es vielleicht sogar durch Video nachvollziehen können, ne? Aber... Ja, aber ehrlich, das kann ich auch... Das wäre unfair denen gegenüber, die eben nichts bekommen haben. Ja, ja, genau. Die profitiert haben, haben sie auch nicht gemeldet, ja. Hätte ich auf einmal eine Kiste Spawner gehabt, spontan, weißt du, im Video. Also wenn ich der Drohne so ein bisschen in die Augen schaue, muss ich schon an gewisse Clan-Chefs denken, ich weiß auch nicht. Okay. Was? Habe ich nicht gesagt. tatsächlich gesehen, Innengestaltung, ja. Kreativität, kreativ, sehr kreativ. Also war sehr kreativ, muss man ganz ehrlich sagen. Schlüssiges Konzept. Also die Innengestaltung, die konnten wir ja sehen. Wir kamen nur nicht drunter. Ein Teil davon konnten wir sehen, ja. Nee, weil das, wo Alien gestorben ist, haben wir das Ei schon wieder verlassen und sind dann nach unten in den Keller. Stimmt, da sind wir ja schon im Plotboden. Ja, das ist dann schon die Außengestaltung. Also die Innengestaltung konnten wir sehen. Du hast vollkommen recht. Und Aufwand, tatsächlich Aufwand, war schon sehr hoch. Jetzt habe ich drei, die ganz nah beieinander sind. Uff. Also ich glaube, das ist bei euch ähnlich, welche Favoriten-Eier es sind. Ja, ich glaube, es wird wahrscheinlich wird so sein, ja. Ja, das ist tatsächlich so. Habt ihr auch Fünfer vergeben? Und nein. Das Schlimmste, das Schlechteste, was ich vergeben habe, war eine 4. Außengestaltung, Plot. Tatsächlich, eine 4 war das Schlechteste. Also 6er gab es bei mir definitiv nicht. Okay, machen wir das Bewertungsvideo an dieser Stelle zu, weil letztlich haben alle alles gesehen, was wir gesagt haben über die Eier und die Bewertungen geben wir hier nicht bekannt, das machen wir dann im Stream separat. Genau, ja. Das Video erscheint zwar eher erst nach dem Stream, aber ich würde trotzdem sagen, den Abgleich unserer Noten machen wir außerhalb des Videos. Ja. Ja. Alles klar, ihr Lieben. Dann stelle ich mich mal hier oben auf die Hummel drauf. Vielleicht wollt ihr noch mal kurz dazukommen. Auf jeden Fall, das war eine super geile Sache. Ihr habt echt unfassbar viele Eier gebaut. Super kreativ, super unterschiedlich auch. Coole Materialien, coole Ideen. Die Rätseleier, keine Sorge, werden jeder ein Video bekommen. Wenn wir es schaffen, alle drei in ein Video zu packen von der Länge, machen wir auch alle drei in ein Video. Dann müsst ihr halt über die Kommentare abstimmen. Ah ja. Ja, vier sind es. Vier. Okay, also je nachdem, wie lange wir brauchen. Wir werden entweder das Ganze cutten und in vier Videos aufteilen und dann könnt ihr über die Likes abstimmen oder wir werden es in ein Video packen, dann könnt ihr über die Kommentare abstimmen. Das sehen wir dann noch. Das gibt aber nochmal ganz losgelöst von den jetzigen Preisen, die ihr schon bekommen habt, wenn ihr dieses Video seht, nochmal separaten Preis. Jo, dann würde mich wundern, wenn jemand überhaupt noch 2 Stunden zugeschaut hat, aber wäre cool, wenn. Und dann danke dafür. Und wir legen jetzt unsere Noten übereinander und legen fest, wer der Gewinner ist, den wir dann quasi schon verkündet haben, wenn ihr das seht. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.